Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich nehme an, die meisten von euch haben das KPJ schon begonnen. So eine kleine Frage in die Runde, wer ist alles schon im KPJ? Okay, sehr, sehr viele. Irgendwer aus dem fünften Jahr noch? Okay, gut zu wissen. Zuerst einmal vielen, vielen Dank fürs Kommen. Mein Name ist Markus Seibt, ich bin von der Studienvertretung Humanmedizin. Das ist Iris Acker, das ist eine Kollegin, die das KPJ auch schon abgeschlossen hat und immer wieder die Fragen gekriegt hat, wie war das eigentlich, wie war das mit der Mappe, wie war das mit der Return Week. Sie hat das ganz oft erklärt und irgendwann hat sie dann beschlossen, sie schreibt jetzt das alles zusammen und hat dann ein 13-seitiges Skript geschrieben und auf Facebook gestellt. Und auch dazu hat sie sehr viele Fragen bekommen, per PN, und nachdem sie es ungefähr 4 oder 5 Mal Kolleginnen und Kollegen erklärt hat, hat sie gesagt, naja, machen wir einfach mal einen Vortrag in groß, bitte organisiert das. Kann es halt auch gehen und stehe halt jetzt stattdessen hier. Das erste Mal für mich, dass ich auf dieser Seite stehe vom Hörsaal, also ich bin entsprechend nervös, bitte verzeiht es mir. Ja, genau, der Hintergrund war, ich hatte einfach keine Lust mehr, die Mappen herzuzeigen. Ja, ihr könnt mir natürlich trotzdem jederzeit alles Mögliche fragen, aber nachdem ich schon ganz viele Fragen beantwortet habe, meine Mappen hergezeigt habe, ich mag nicht mehr. Ja, deswegen stehe ich heute da. Und ich hoffe, es bringt euch ein bisschen was, weil ich habe mein KPJ komplett planlos begonnen. Ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht, dass man Zusatzzettel braucht bei Rezepten und bei Zuweisungen. Ich wusste nicht, wo Unterschriften hingehören und wo nicht. Ich war wirklich planlos. Und damit es euch nicht so ergeht, habe ich mir gedacht, stelle ich mich einfach mal her und versuche ein bisschen zusammenzufassen, wie man das KPJ sich ein bisschen einfacher machen kann. Genau. Zum Inhalt, ich möchte zuerst ein bisschen mit euch den Ablauf der Return Week durchgehen, dass ihr eigentlich mal eine Ahnung habt, wie schaut diese Prüfung aus, was werden wir da geprüft, wie werden wir da geprüft, was müssen wir vorher noch machen, dann ein bisschen was zum KPJ und zu den Aufgabenstellungen erklären und ein paar Tipps und Tricks. Und Professor Scherntaner wird nach dem Ablauf der Return Week auch ein paar Beispielfragen bringen und euch mal auch zeigen, wie geprüft wird bei der Return Week. Genau. Zu der Return Week, es gibt 3 Module. Also es findet prinzipiell an einem Tag statt, Modul 1 und 2. Modul 3 betrifft nur diejenigen, die in ihrer KPJ-Mappe im Modul 1 oder im Modul 2 irgendwo was nicht erreicht haben, ein Ziel nicht erreicht haben, irgendwas noch nachholen müssen. Genau. Modul 1 ist in einer Kleingruppe von 10 Studierenden am Vormittag. Das besteht aus 2 Teilen, der klinischen Fallpräsentation und dem Feedbackbericht. Für die klinische Fallpräsentation müsst ihr 2 Präsentationen aus eurer KPJ-Mappe vorbereiten. Einmal fürs interne Tertial und einmal fürs Chirurgie-Tertial. Die Uni hat dabei die Vorgaben, dass wir 7 Minuten präsentieren sollen und 5 Minuten diskutieren. Das heißt, ihr bekommt 2 bis 3 Fragen vom Prüfer gestellt, die ihr dann zu eurer eigenen Präsentation beantworten sollt. Es gibt eigentlich keine Vorgabe, aus welchem Fall die Präsentation erstellt werden soll, ob das aus einem Kurzfall, Langfall, aus einer State-of-the-Art-Präsentation. Wichtig ist, es soll ein Patient sein, den ihr gesehen habt. Dazu möchte ich vor allem auch noch sagen, dass mir das zum Beispiel passiert ist, dass ich dann tatsächlich für mein Chirurgie-Tertial keinen Fall in meiner Mappe hatte, der mir so gut gefallen hätte, dass ich ihn präsentieren wollte und Labor und Bildgebung dabei habe. Ja, das erwähne ich nachher auch nochmal, aber es ist wichtig für euch zu wissen, schon während ihr eure Fälle zusammensucht, während ihr eure Daten zusammensucht, dass ihr einen Fall präsentieren müsst, bei dem ihr Labor und Bildgebung habt. Der Feedbackbericht findet dann am Ende statt, das ist nur ganz kurz, da spricht man sich nochmal zusammen, erstellt gemeinsam ein Feedback über das KPJ, kann nochmal Feedback geben zum Krankenhaus, an dem man war, und zu den Lehrenden dort, weil manchmal kann es auch passieren, dass nicht unbedingt ihr schuld dran seid, dass irgendwas an eurer Mappe nicht passt oder nicht klappt. Es kann auch am Krankenhaus, am Mentor liegen. Genau, und dann kann man auch hier nochmal Feedback geben. Die Präsentation, ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Ja, sehr gut. Diese Infos bekommt ihr nämlich eigentlich erst ganz, ganz knapp vor der Return Week im Moodle-Kurs. Das fand ich ein bisschen fies. Ja, wir wissen zwar, dass wir eine Präsentation machen müssen, aber was da genau alles drin zu sein hat, wissen wir nicht. Und deswegen habe ich euch hier auch nochmal fett draufgeschrieben, ihr braucht ein Labor oder eine Bildgebung zu dem Fall. Ja, prinzipiell ist es ganz easy aufgebaut. Ihr habt einen Patienten, über den ihr ein bisschen was berichtet, eine Anamnese, wie der Patient im Status war, wie er zu euch gekommen ist, was ihr mit dem nachher gemacht habt, Labor und Bildgebung, was er denn eigentlich hat.
Und was wir dann weiter mit ihm gemacht haben, ob man ihn irgendwohin weitergeschickt hat, ob er damit therapiert war, ob man ihn entlassen konnte. Genau. Das sind auch nochmal von der Uni eine Folie, die euch sagen soll, wie die Fallpräsentation dann auch beurteilt wird. Die bekommt ihr auch im Moodle-Kurs, wo eben nochmal so ein paar Dinge auch von der Uni dabei sind, die sie gerne hätten. Also zum Beispiel, dass man die Symptome ausreichend beschreibt, wie sind die, wo sind die, wann haben die begonnen, dass man auch sagt, okay, ist vielleicht eine Familienanamnese interessant, sind vielleicht die Medikamente, die der Patient nimmt, interessant, wurde darauf eingegangen. Genau. Und wichtig ist auch immer, dass ihr erklären könnt, warum haben wir was gemacht. Ja, das ist mein allerwichtigster Tipp für euch ans KPJ, merkt euch eure Patienten, merkt euch eure Fälle, und merkt euch, was ihr mit dem Patienten gemacht habt, weil dann wird es ganz einfach und ganz logisch. Wenn ihr euch an den Patienten erinnern könnt und ihr wisst genau, das war der Herr X, der hatte 150 Kilo und hatte ein Herzproblem, ja, und ihr habt den vor eurem inneren Auge, dann könnt ihr viel leichter über diesen Fall einfach plaudern und dann ergeben sich viele Sachen auch ganz logisch. Wenn er 150 Kilo hat und ein Herzproblem, dann ist relativ klar, was man dann irgendwie mit dem auch in der Klinik machen wird. Die Mappenkontrolle, die findet parallel zum Modul 1 statt. In einem Nebenraum, das heißt, ihr habt während eurer Präsentationen eure Mappen nicht. Am Nachmittag, wenn ihr dann zu euren Aufgabenstellungen geprüft wird, habt ihr eure KPJ-Mappe wieder bei euch. Der Mappencheck wird nicht von einem Arzt durchgeführt. Warum ich euch das sage, ist, er wird nicht auf 100% den Inhalt geprüft. Aber die KPJ-Mappe soll euch ja auch helfen und sie soll für euch eine Lernunterlage sein. Wenn da nur, ich sage es jetzt mal ganz salopp, Schwachsinn drinsteht, wird euch das nicht sehr viel bringen. Ja. Also ich möchte euch hier auch dazu anleiten, das nicht unbedingt auszunutzen, sondern auch zu sagen, ich möchte diese Mappe für mich nutzen und wenn da halt dann irgendwie nur schwachsinnige Seiten drinstehen, die irgendwie keinen schönen Fall ergeben, fällt es zwar vielleicht beim Mappencheck nicht auf, aber sinnvoll ist es sicherlich nicht. Genau, im Modul 2 am Nachmittag. Genau. Bitte? Prinzipiell müssen die Präsentationen zwar im Vorhinein hochgeladen werden, ich glaube aber nicht, dass sich die Prüfer sie groß vorher anschauen, weil das sind doch sehr viele Präsentationen. Es ist auch so, manche Prüfer oder die meisten Prüfer lassen nur jeweils eine Präsentation präsentieren, manche lassen euch aussuchen welche, manche sind da sehr streng, suchen für euch aus. Manchmal, wenn viel Zeit ist, müsst ihr vielleicht beide präsentieren. Das kommt aber, denke ich, eher selten vor. Und ja, also ich denke, der Prüfer wird eure Präsentation davor noch nicht gesehen haben. Kommt auf den Prüfer an. Ja. Es sind aber sowieso Präsentationen aus eurer Mappe, es sind Präsentationen aus dem Pflichtteil. Es wird bei der Prüfung sowieso relevant sein und die sollten, ja, es sind ja auch nur ein paar Folien, das ist nicht so dramatisch, wie es klingt. Ja, 7 Minuten ist ja auch nicht lang. Genau, zum Wahlterzial komme ich noch. Das Wahlterzial wird nämlich leider bei der Return Week einfach nicht geprüft. Ja, das erkläre ich euch noch. Genau. Es ist so, dass ihr interne werdet ihr von einem Internisten geprüft, Chirurgie werdet ihr von einem Chirurgen geprüft. Ja, das heißt halt, das sind halt Kliniker. Da kann es euch zum Beispiel passieren, dass der Chirurg dann einfach einmal fragt, wo setze ich denn eigentlich den Schnitt bei der OP? Wenn ihr bei dieser OP niemals dabei wart, dann wird es schwierig. Ja, also es sind Kliniker. Die fragen auch wirklich danach, ob ihr da wart, ob ihr das tatsächlich mal gesehen habt. Schreibt nichts in eure Mappen rein, was ihr nicht kennt oder was ihr nie gemacht habt. Ja? Gleichzeitig kann ich euch aber auch verraten, wenn ihr an der Neurochirurgie wart, wird der vaskuläre Chirurg sich vielleicht beim Gamma-Knife oder so nicht ganz so gut auskennen wie ihr. Kann auch passieren. Ja? Es kann auch sein, dass ihr dann auf einmal die Spezialisten seid. Aber trotz allem, es ist ein Kliniker, er ist aus dem Fach, er kennt sich aus. Was ich das vor allem auch betonen muss, ist, es ist keine Uni-Prüfung, wie ihr sie kennt. Es ist keine, ich muss jetzt jedes Detail, jedes Medikament unbedingt ganz genau auswendig wissen. Es geht darum, was habt ihr im KPJ erfahren? Ich meine jetzt so spezielle Sachen wie eine Kollegin ist auf der Hämato-Onkologie. Da wird es dann vielleicht schon ein bisschen sehr detailliert. Ja? Wichtig ist bei der Prüfung wirklich, warum habe ich den Patienten dorthin geschickt? Warum kriegt der Patient dieses Medikament? Ja? Warum nehme ich den Patienten auf? Warum schicke ich den nicht wieder heim? Ja? Genau. Von der Uni-Seite aus steht auch diese
zwei, drei Fragen, die dann jeweils zur Themenliste gestellt werden. Müsst ihr eben auch können, Anamnesestatus des Patienten. Dann die diagnostische Abklärung, eben genau dieses, warum haben wir was mit ihm gemacht und die therapeutischen Maßnahmen. Das sind die Dinge, auf die ihr euch konzentrieren sollt. Ja, das ist eine besonders schwierige Frage. Ich habe mein B-Tertial leider auf einer ganz normalen Chirurgie gemacht und tut mir ein bisschen schwer, euch die zu erklären. Ja, Professor Scherntaner kennt sich da sicher besser aus. Genau, da kommen wir noch dazu. Das ist eine riesige, lange Liste. Also die Frage war, was sind die KPJ-Aufgabenstellungen? Das ist eine relativ lange Liste, die gehen wir nachher noch ganz genau durch. Nach den Aufgabenstellungen ist auch eure Mappe sortiert. Es beginnt mit ausführlichen Fällen, kurzen Fällen und so weiter und so fort. Das gehen wir alle Schritt für Schritt noch durch. Ihr habt eure Mappe bei euch. Ihr müsst eine Excel-Liste vor der Return Week hochladen, die sich mit euren Angaben in der Mappe decken muss. Ja. Der Prüfer hat im Anschluss nur diese Excel-Liste vor sich liegen mit den Themen, wie ihr sie benannt habt. Eure Mappen sind bei euch. Es gibt ein paar Prüfer, die sind so nett und lassen euch im absoluten Notfall vielleicht mal irgendwie noch was reinschauen. Es gibt Prüfer, die sind da ganz streng. Mappen weg. Ihr müsst alles wissen. Ja. Aber prinzipiell haben die Prüfer eure Mappen nicht. Genau. Zu Modul 3 ist es eben, wenn irgendetwas nicht gepasst hat während des KPJs in der Mappe, im Modul 1 oder im Modul 2. Die Infos dazu von der Uni sind, es ist ein vertiefendes Gespräch mit einer Kommission und es wird auch die Rolle und Verantwortung des Lehrkrankenhauses als Ausbildungsstelle bei der Beurteilung berücksichtigt. Was ich damit sagen möchte, ist, ich möchte ein bisschen die Panik nehmen, die ich hatte. Ich hatte leider in einem Tertial eine ganz schreckliche Mentorin, die mir zum Beispiel prinzipiell alle Keks und Tops mit lernend angekreuzt hat, weil sie der Meinung war, Studenten können noch nicht kompetent oder routiniert sein, Studenten sind immer lernend. Blöderweise fliegt man bei Keks und Tops mit lernend aber durch. Ja. Ich habe es trotzdem geschafft, das irgendwie hinzubekommen, aber falls euch mal sowas passieren sollte, ich denke, auch sowas ist gemeint mit die Rolle und Verantwortung des Lehrkrankenhauses wird auch mit einbezogen. Ja. Genau. Zum Wahltertial. Ich finde es wahnsinnig schade, dass das Wahltertial eigentlich nicht wirklich viel berücksichtigt wird bei der Return Week, außer beim Mappencheck, weil für mich die Wahlterziale, ich habe sie gesplittet, eigentlich die Fächer waren, die ich mir angeschaut habe, um zu sehen, wo ich später in Zukunft hin möchte. Und das waren eigentlich die Fächer, für die ich mich jetzt spezialisieren möchte. Ich habe damals Kinderpsychiatrie gemacht. Ich möchte gern Fachärztin für Kinderpsychiatrie werden seither. Und es wurde halt einfach, also in der Return Week ist es leider nicht so wahnsinnig relevant. Ich kann euch nur ans Herz legen, eben gerade hier wirklich trotzdem eure Mappe gut zu füllen und euch die Fächer halt auch wirklich anzuschauen, die ihr später machen möchtet. Was ich damit sagen möchte, wenn nicht geprüft ist, es wird natürlich, alle Pflichtteile in der Mappe werden gecheckt, es muss alles vorhanden sein, aber bei den mündlichen Prüfungen, bei den Präsentationen haben die Wahlterziale keinen Platz. Was soll ich euch dazu sagen? Ja, ihr könnt natürlich auch einen Zettel mit Lorem Ipsum füllen und hoffen, dass es niemandem auffällt. Ja, wenn es doch auffällt, habt ihr halt ein Problem. Ja. Ja, natürlich, wenn du eine Laboranforderung schreibst, auch wenn ihr vielleicht mal keine Möglichkeit hattet, tatsächlich ein Rezept selber auszufüllen, dann kopiert ihr es und übernehmt es. Ja. Es soll trotzdem mit klinischer Relevanz sein, ihr müsst es immer argumentieren können. Ja, ich glaube, es wird niemand durchfallen, wenn er bei der Return Week sagt, ich konnte bei mir aus technischen Gründen keine Zuweisungen schreiben mit meinem Namen, aber ich habe Zuweisungen mit dem Namen eines anderen Arztes, da ist die Unterschrift von meinem Mentor drauf, weil ich war dabei, zum Beispiel. Ja, bitte? Ja, also die Frage war, wenn man in einem Wahltertial trotzdem ein chirurgisches oder internes Fach gemacht hat, das also auch A oder B hätte sein können, ob man dann auch daraus einen Fall nehmen kann. Antwort von Professor Scherntaner, ja. Wenn der spannender ist, wenn der schöner ist, könnt ihr auch den aus dem Wahltertial nehmen. Nochmal zur Wiederholung für die Aufzeichnung. Anästhesie ist weder Chirurgie noch interne. Gut. Genau.
Dann würde ich auch vorschlagen, Professor Scherntner, ich glaube, Sie haben ein paar Beispiele für uns vorbereitet für die Return Week. Ach, keine Angst, ich habe noch viele Seiten im Petto. Also ist so, ich sehe schon, es gibt immer wieder die üblichen Fragen. Hört sich nicht so oder brauchen wir das? Für die Aufnahme. Für die Aufnahme, okay. Aber ich spreche eh so laut, da haben wir dann ein doppeltes Echo. Weiter weghalten. So geht's. Ja, also die Return Week habt ihr sicher auf der Homepage schon noch nachgelesen, ist ja ein dynamischer Prozess. Ja. Ich bin ja seit über 10 Jahren Mitglied, stellvertretendes Mitglied der Curriculums Kommission. Und dann ist eben diese Geschichte hochgekommen, dass man in der Bundesrepublik gesagt hat, die neuen Studienlehrgänge sind nichts wert. Gab es ein Gutachten des Deutschen Wissenschaftsrates und da war die Frage, was passiert mit den neuen Studiengängen? Ja, werden die weiterhin sozusagen ein Medizinstudium Abschluss bekommen oder ist es dann der Doktor Med aus, nicht für Österreich, sondern für Ende und vorbei? Ja, und da muss man dann sozusagen einen Plan fassen und die Idee war, na gut, dann entwickeln wir halt gezwungenermaßen eine Revolution von euch, wenn ihr aus dem klinisch-praktischen Jahr zurückkommt. Ist auch nicht unvernünftig, weil das vorher nicht stattgefunden hat und dadurch natürlich keine Ergebnisqualität gab. Wir alle wissen, wir haben sehr unterschiedliche KPJ-Standorte. Diejenigen von euch, die schon im KPJ sind, die können sich mit den anderen Anwesenden hier austeilen. Es gibt KPJ-Standorte, die sind super und das wird aufgezeichnet, oder? Ja. Und es gibt KPJ-Standorte, die sind nicht so super, da muss man mal so formulieren. Ja. Es gibt KPJ-Standorte, die schlicht und dann falsch ausgewählt sind, da komme ich dann noch zu den Tipps dazu, aber das liegt auch an euch, weil man muss natürlich auch ein paar praktische Dinge überlegen. Also wenn man so eine Abschlusswoche machen möchte, da muss man natürlich überlegen, was fragt man da. Ja? Und es ist nun einmal so, dass ungefähr 2/3 der gesamten Medizin ist das Fach Innere Medizin, deshalb heißt es im Rest der Welt auch schlicht und einfach Medizin. Ja? Nur im deutschsprachigen Raum sind wir so bescheiden und nennen uns Internisten. Ja, und dann ist natürlich die zweite Frage, was wird am häufigsten operiert? Und die häufigsten Operationen zu 70% sind allgemein chirurgische Operationen. Dementsprechend ist das sozusagen der größte Teil der sogenannten operativen und nicht operativen Fächer, ja, ist innere Medizin und Chirurgie. Das war daher auch im alten Medizinstudium die gewichtigste Prüfung, ist auch in der Bundesrepublik Deutschland übrigens für diejenigen von euch, die ein bisschen das deutsche System kennen, ja, wo man dann das dritte deutsche Staatsexamen ablegen muss. Ja, und das ist ja auch in jedem Bundesland ein bisschen anders, weil die Studien in Deutschland nicht Bundessache, sondern Ländersache ist. Aber es ist so, bei jedem deutschen Staatsexamen werdet ihr beim dritten Staatsexamen Innere Medizin und Chirurgie geprüft. Und dann werden euch in jedem Bundesland, das ist ein bisschen anders, 4 andere medizinische Fächer in verschiedenen langen, unterschiedlichen Wochen Abstand zur Zeit des dritten deutschen Staatsexamen zugelost. Da kann man Glück haben, man hat Chirurgie und Innere und Kinderchirurgie fix bekommen und bekommt dann per Zufall zum Beispiel Kinderheilkunde, Psychiatrie und Dermatologie dazu, dann ist das dritte deutsche Staatsexamen eine Lerchalschass, ja, man kann auch großes Pech haben, auch das gibt es, man hat Interne und Chirurgie als Fixstarter und bekommt leider zugelost Pathophysiologie, Immunologie und noch irgendwas, wo man ein paar tausend Seiten Text lernen kann, dann ist das dritte deutsche Staatsexamen sehr schwer. Dieses Problem haben jedes Jahr deutsche Kommilitonen und Kommilitonen, die Medizin studieren. Da wäre bei uns die Überlegung, wenn also überall innere Medizin und Chirurgie sozusagen der Grundkanon ist, fassen wir das auch. Es hat auch für uns den Vorteil, dass wir hier auf eine große Kollekte an größtenteils älteren, erfahrenen Prüferinnen und Prüfern zurückgreifen können, die nämlich noch früher im alten Medizinstudium, mit dem Studium, was ich studiert habe, innere Medizin und Chirurgie geprüft haben. Die also ungefähr wissen, wie schwer darf man das ansetzen, was ist zumutbar und was ist nicht zumutbar, was sollte ein guter Student können, was sollte ein guter Student nicht können. Zu den Modulen, weil da oben noch die Module stehen, da lassen Sie mich noch was ergänzen. Wir haben also ursprünglich begonnen mit einem Modul 1, das war hier ein Kreuzerltest im Hörsaal, Multiple Choice. Ja. Der Test war gar nicht schlecht beim Modul 1, da haben wir dann festgestellt, die Besten sind immer die Besten, die haben 97%, die Schlechtesten weiß man auch, weil die haben nur 65%, die haben nämlich dann mündlich nichts gekonnt. Ja. Es ist aber so, dass die Med-Uni nicht die Geldmittel hat, um das aufrechtzuerhalten, weil er ja immer sofort alle Fragen austauscht, deshalb sind ja alle 17 in Wirklichkeit sinnlos. Ja. Also die Return Week ist wahrscheinlich die erste richtige Prüfung im Medizinstudium. Es gibt nur 2 Prüfungen, es gibt die Prüfung am Anfang und es gibt die Prüfung am Ende. Der Rest ist Lerchalschass, weil die Fragen eh auswendig lernst. Ja. Das Schöne ist nämlich bei der Prüfung am Anfang und bei der Prüfung am Ende, also bei der Zulassungsprüfung, bei der Abschlussprüfung, könnt ihr nämlich die Prüfung nicht steuern. Und das ist auch gut so. Man soll nämlich eine Prüfung als Student nicht steuern können. Ja, ist ganz wichtig. Also das Modul 1, das haben wir also jetzt in dieser Form seit 3 Jahren. Ob das Modul 1 so weiter existieren soll, weiß ich nicht. Ich selbst halte es vom
Prüfungsinhalt für wertlos. Ja, ich breche immer frisch und frei von der Leber weg. Ja, ich halte es für völlig wertlos. Ja, wir haben aber derzeit den Beschluss gefasst, dass es dieses Jahr so weitergeht. Ja, ob wir es im nächsten Jahr abschaffen, werden wir sehen. Ja, also für nächstes Jahr seid ihr ohne Gefahr, weil wir sprechen ja immer für ein Jahr im Vorhinein. Also alles, was wir im Jahr 2019, 20 ändern wollten, hätten wir schon beschließen müssen. Uni ist ein Trägerapparat. Da gibt es von heute auf morgen keine Änderung, keine Sorge. Ja. Es dauert alles ganz langsam. Ja. Also euch trifft es nicht, aber möglicherweise wird es für die Kommilitonen und Kommilitonen nach euch kein Modul 1 mehr geben. Zum Modul 2. Das Modul 2, also ich würde extrem empfehlen, wie das die Kollegin eh auch schon gesagt hat, die Mappe gut zu führen. Ja. Die Mappe war ursprünglich in den ersten 3 Jahren umfangreicher. Sie ist dann 2-mal zusammengekürzt worden. Es sind jetzt 26 Aufgabenstellungen pro Tertial. Das ist wirklich lächerlich. Das sind 78 Aufgabenstellungen für 48 Wochen. Ja. Das heißt 1,4 Aufgabenstellungen pro Woche. Das werdet ihr wohl schaffen. Später, wenn ihr in der Assistenzarztausbildung seid, macht ihr 1,4 Aufgabenstellungen pro Stunde und wenn nicht, müsst ihr einfach aufhören, Ärztinnen und Ärzte zu sein. Drauf geschissen, dann müsst ihr etwas anderes machen. Taxifahren ist auch schön. Es muss nicht jeder Arzt werden. Ja, ist ganz einfach. Ja, also das werdet ihr bitte schaffen. Macht die Aufgabenstellungen ordentlich, weil es hat keinen Sinn zu schummeln. Es gibt zum Beispiel Spezialisten unter euch, auch sicher hier im Hörsaal, gibt es eine Spezialistin, einen Spezialisten, der hat sich jetzt schon genau überlegt, er hat einen ursuper internen Fall. Und der benutzt dafür alle 26 Aufgabenstellungen im Internet-KPI. Ich kann da nur sehr abraten, weil erstens weiß derjenige dann insgesamt sehr wenig und wenn er nur einen Millimeter davon abweichen muss, rutscht er oder sie aus. Das sind klassische Modul-3-Kandidaten. Ja? Das ist einfach dumm. Sowas sollte man nicht machen. Ja? Nehmt euch eure 26 Aufstellungen zu Herzen, basiert die nach Möglichkeit auf 26 Fällen. Und 26 Fälle in jeweils 16 Wochen sind auch möglich, sich zu erarbeiten. Ja, und dann hat man keine Chance. Von meinen persönlichen Tipps her, wählt internistische und chirurgische Abteilungen, wo es allgemein innere Medizin oder auch allgemeine Chirurgie gibt. Denn die Prüfer kommen zu 98% aus solchen Abteilungen. Es ist schon richtig, es gibt politische Gründe dafür, warum manche Spezialabteilungen im Tertial A und B auch hier an der Med-Uni gelistet sind. Die Frage ist nur, ob man dort realistisch allgemeine innere Medizin oder zum Beispiel Allgemeinchirurgie wirklich sehen kann. Ich gebe euch 2 pragmatische Beispiele, obwohl ich beide dieser Abteilungen sehr schätze. Das eine ist zum Beispiel die Knochenmarkstransplantation, eine super Abteilung auf 21 im Roten Turm. Ja, sehr interessant, faszinierend, aber das ist nicht innere Medizin. Das macht es als Wahlfach. Als innere Medizin ist das ein Genickschuss. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dort einen Diabetes seht, eine Hypotonie seht, die Massenerkrankungen heutzutage, einen Gichtanfall, ja, eine Lungenentzündung, das werdet ihr dort nicht sehen. Das ist aber das, worauf die Prüfer heiß sind, was sie euch prüfen wollen. Ja. Und ähnlich auch in der Chirurgie. Die Kollegin hat schon das Beispiel mit der Neurochirurgie gebracht. Auch eine wunderschöne Geschichte, aber vielleicht fürs Wahlfach. Vielleicht doch für die Wald- und Wiesenchirurgie. Jeder Arzt sollte wissen, wie man Appendix operiert im Notfall. Wer ist denn von euch auf einer Chirurgie? Ja? Und wie viele Wochen müsst ihr jetzt dort sein? Jetzt August habt ihr begonnen, jetzt habt ihr 8 Wochen ungefähr. Wer hat schon einen Würstel rausoperiert? Wer müsste schon Würsteln kaufen? Das ist ja die klassische Studentenaufgabe. Also wenn man seinen ersten Appendix operiert hat, muss man der gesamten Mannschaft Würsteln kaufen. Ja, muss man Würsteln kochen am nächsten Tag. So eine ärztliche Tradition. Wie auch immer. Ja. Tipp 2. Also sammelt's wirklich bei den 26 Aufgabenstellungen 26 Fälle. Macht euch das bewusst nicht leicht, macht es euch bewusst schwer, weil ihr wollt ja dabei auch was lernen. Ja. Es ist, glaube ich, auch unrealistisch, wenn ihr auf einer Abteilung seid und alle Fälle und alle Geschichten in eurer Krankengeschichte drinnen sind, dass lauter Patienten waren, die nur ein Medikament rezeptiert bekommen haben. Patienten, die laut Entlassungsbrief nur eine Diagnose gehabt haben. Ja, also, es muss schon plausibel klingen. Also, wenn man nur eine einzige Geschichte hat, ist man normalerweise nicht im Krankenhaus. Außer es ist ein wirklicher Notfall und da ist wieder die Frage, solltet ihr, wenn ihr innere Medizin oder Allgemeinchirurgie sozusagen macht, ist da wirklich die Notfall für das Tertial A oder eine große Unfallchirurgie mit Schockraum für das Tertial B wirklich das Richtige? Schließt sich an die Frage an, dass aus dem Auditorium kam, Anästhesie. Ja, ist schwierig. Ich weiß, es gibt in der Vinzenz-Gruppe ist es so, dass es eine Vereinbarung gibt, dass man in der Vinzenz-Gruppe teilweise auf der Chirurgie und teilweise auf die Anästhesie geht und dass das als Block B, also Tertial B,
angerechnet werden kann. Überlegt euch nur, das ist nicht allgemein Curie, wenn ihr Pech habt. Also es gibt immer wieder Kollegen, die haben dann 8 Wochen, die haben dann 8 Wochen Ortho und 8 Wochen Anästhesie. Beides ist nicht Allgemeinchirurgie. Ja, da könnt ihr euch selber quasi ein Haxerl stellen, wenn man so schön auf Wienerisch sagt. Ja, das kann man vermeiden. Ja. Und dann war immer eine Diskussion bei den Prüfern, weil ich werde dann auch euch gleich einen Patientenbrief zeigen, den eine Kollegin bei uns auf der Station vor knapp 2 Wochen gemacht hat. Den werden wir dann ein bisschen durchgehen, dass ihr seht, was man anhand so eines Falles, den ihr quasi in die Return-Week mitbringt, eigentlich alles fragen kann. Ja. Und zwar war immer die Frage, ob es nicht Prüfer gibt, die zu schwer prüfen. Ja. In der Chirurgie ist es augenscheinlich sehr schwer, weil es auf Deutsch kein Buch gibt, To be a Surgeon in 14 Days. Ja. Das gibt es in der angelsächsischen Literatur. Ja, da ist dann auch die Urologie und die Anästhesie, Unfallchirurgie und die Orthopädie drinnen. Sowas gibt es aber auf Deutsch leider nicht. Ja. Und jetzt haben wir also die chirurgischen Prüferinnen und Prüfer der Return beauftragt, sich zu einigen auf ein Buch, was maximal so dick ist wie der Herold. Ja, weil wir uns gemeinsam mit der Fachschaft darauf geeinigt haben, dass der Herold sozusagen der Mindest- und der Höchststandard für das Fragenniveau oder Prüfungsniveau im Bereich Innere Medizin sein soll. Das heißt, wenn ihr als Beispiel, ihr habt einen Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit gesehen, ja, und habt dann das Modul 2 und dann möchte euch der Prüfer da was zur diagnostischen Abklärung, zum Beispiel einer koronaren Herzkrankheit, fragen, dann solltet ihr das wissen, was im Herold drinnen ist. Wenn ihr weniger wisst, ist es nicht so gut. Wenn ihr mehr wisst, ist gut. Ja, aber das ist freiwillig, das ist kein Muss. Warum ist diese Diskussion aufgetaucht? Weil es augenscheinlich auch an den KPJ-Standorten eine sehr stark unterschiedliche Wahrnehmung der Wissenschaftlichkeit der Medizin gibt, um es einmal so formulieren. Ja, es gibt Abteilungen, die machen einfach Dinge so, wie sie immer gemacht haben. Tradition. Und es gibt Abteilungen, da wird während der Visite das Up-to-Date gegengecheckt, ob das heute auch noch so ist, wie es gestern war. Ja. Und das ist halt der Unterschied. Und mit dieser Schwankungsbreite müsst ihr halt leben. Ja. Noch ein letzter Tipp an euch diesbezüglich. Sucht euch Krankenhäuser aus, später dann für die Ausbildung, die 1000 Betten haben und die mit großer Wahrscheinlichkeit das Großreine machen in der Medizin in den nächsten 10, 15 Jahren überleben werden. Jetzt zu so einem Brief. Also, da hat die Larissa war so lieb und hat mir einen Brief überlassen. Das ist ein Brief, der wird dann auch in ihrer KPJ-Mappe sein. Da seht ihr, das ist ein ganz normaler Studentenbrief, Patientenbrief. Ja. Da ist also augenscheinlich ein Patient aufgenommen gewesen mit einer BAVK. Dann hat sie als Nebenbefund noch einen neurokrinen Tumor. Sie hat einen Diabetes, sie hat eine Hypotonie, eine Hypertonie, eine COPD, einen Gist hat sie auch gehabt, ein Adenokarzinom. Also wie ein chirurgischer Kollege im Raum würde jetzt sagen, ja, das ist ein internistisches Polytrauma. Nicht? Die hat ja quasi alles. Ja. Aber so ist das nun einmal auf einer internen und alles andere ist gelogen. Ja. Also wenn nur eine Diagnose steht, das stimmt ja eben dann nicht. Ja. Und dann hat sie eine Dünndarmresektion, eine Leberbiopsie. Dann seht ihr da auf der zweiten Seite, sie hat eine ganze Kaskade von Medikamenten. Dann seht ihr, es gibt auch weitere Maßnahmen, wo sozusagen eine Aufnahme an der Onkologie vereinbart ist, dass nach der Chemotherapie dann eine perkutane Intervention für die BAVK vorgesehen ist. Ja, dann steht also da, sieht da unten, da führe ich euch noch durch, sie hat also Bridax-Therapie bekommen. Ja. Dann wurde die Diskussion sozusagen zu meinem Bypass gestellt und aufgrund der ganzen Problematik und auch durch, dass die Patientin auch eine Tumorerkrankung hat, hat man sich dann zu entschlossen, also jetzt im Stadium 2 der BAVK ist die BTA unwichtig. Ja, jetzt geht es eher darum, dass man also die Tumorabklärung abgeschlossen hat, dass die Patientin möglichst bald auf die Onkologie kommt und dass dort die Therapiemaßnahmen gegen den Krebs eingeleitet werden können. Ihr seht es dann hier, da gibt es dann Anamnese, vegetative Anamnese, gibt es einen internistischen Status. Ja, und ihr seht schon, das Problem ist, so ein Arztbrief, wenn man den genau liest, ja, da steht unheimlich viel. Ja, und das Problem ist, es wird dann schlagend, wenn ihr habt sicher noch das Modul 1, das trifft dann eher die im fünften Jahr sind, weil die werden vielleicht kein Modul 1 mehr haben, wenn wir bewilligt bekommen von der Meduni, dass wir nicht eine Woche, sondern 2 Wochen Return-Week machen, ja, dann kriegen nämlich alle sozusagen ein Modul 3 ins Modul 2 hinein. Dann verzichten wir auf das Modul 1 und dann werden alle eigentlich an ihrer Mappe geprüft, weil die Kollegen von der Fachschaft haben schon gesagt, die Mappe Modul 1 und 2 habt quasi in eurer Hand, respektive im Rahmen in Hand der Sekretärin im Modul 1, wenn sie sozusagen den Kreuzertest führt, sind alle 26 Aufgabenstellungen pro Tertial vorhanden. Ja, aber das ist eigentlich eine stupide Aufgabe. Es geht ja um den Inhalt. Deswegen nicht schwindeln, kann Blödsinn machen. Ja, weil
Sollte es so sein, dass ihr zum Modul 3 drankommt, für die, die jetzt im KPJ sind, ja, und für die, die im nächsten Jahr dann im KPJ sein werden, wo es dann vielleicht dieses Modul 1 und 2 in dieser Art und Weise gar nicht mehr gibt, sondern wir uns wirklich damit beschäftigen werden, nämlich anhand der Mappen auch zu prüfen, weil das wahrscheinlich am fairsten ist, dann würde die Prüfung wahrscheinlich so funktionieren, dass ihr zum Beispiel von dieser Patientin ein Rezept geschrieben hättet und da gäbe es dann also auf dem Rezept, würde dann stehen, zum Beispiel wurde neu rezeptiert bei Entlassung, nehmen wir mal an, das Crestor, ja, wahrscheinlich, dann hat sie wahrscheinlich das Biolto bekommen, was wahrscheinlich schlecht Luft kriegt durch den Lungenrundherd, ja, und das könnten neue Medikamente sein. Und dann könnt ihr euch natürlich ein Prüfer fragen, dass sie haben dann die Aufgabestellung gehabt, Therapie, und da haben sie genannt Medikamente, und da haben sie, also dann sagt er, welches Rezept war das, und dann sagen sie, na, das war dieses und jenes Rezept, und dann sagt er, aha, und dann fragt er sie, na, was ist denn zum Beispiel das Crestor? Erzähl's mal was, warum gibt man das, warum hat das diese Patientin bekommen, was gibt es für Nebenwirkungen, was gibt es für Wechselwirkungen, worauf muss man da aufpassen. Es geht schon darum, dass man wirklich verstanden hat. Ihr seid ja, ihr steht ja dann auf diesen Arztbriefen, ja? Ihr verfasst diese Arztbriefe, ja? Da ist euer Namen drunter, das ist eure Verantwortung. Ihr seht, da oben steht zum Beispiel die Larissa, die ist derzeit bei uns auf der Station. Ja? Da steht ihr guter Name, und so müsst ihr das auch sehen. Es geht um euren guten Namen, das heißt, wenn ihr euren Namen wo drunter schreibt, das ist ganz wichtig für euer ganzes ärztliches Leben. Da müsst ihr euch zu 100% damit identifizieren können. Sonst seien sie einfach scheiß Ärzte. So einfach ist das, ganz derb formuliert. Ja? Also das, was ihr schreibt, muss nach bestem Wissen und Gewissen stimmen in dem Moment, wo ihr schreibt. Es muss wahr sein. Auch wenn ihr zwei Tage später wisst, es ist genau umgekehrt. Aber in dem Moment, wo ihr schreibt, muss es das Wahrstmögliche sein, das Korrektmöglichste. Nur dann habt ihr eine ethisch korrekte Einstellung gegenüber euren Patientinnen und Patienten. Die verantworten sich ja euch gegenüber. Ja? Die legen sich vor euch quasi hin und sagen, kümmert euch um mich. Und ihr müsst es tun. Ihr seid Ärztinnen und Ärzte. Ihr wollt es ja auch machen. Ja? Und dementsprechend müsst ihr wirklich durchdenken, was ist da passiert, was ist da mit der BAVK. Dann könnte man, würde sich anbieten, Diabetes mellitus. Ja? Da könnte man als Prüfer dann fragen, ja, also die Patientin war auch zuckerkrank. Wie sehen Sie das, wenn Sie der Patientin nur ein Glycazid geben? Ja. Könnte man sich die Frage stellen, wie ist die Therapie, orale Therapie eines Diabetes mellitus, steht im Herold drinnen. Ja. Ist nicht sehr kompliziert, gibt es ein paar verschiedene Substanzfamilien. Die muss man dann halt wissen. Das ist halt so in der Medizin. Man muss schon viele Dinge wissen, leider. Ja. Aber es macht auch Spaß, wenn man sie dann weiß. Und dann könnte auch sein, dass zum Beispiel gefragt wird, also dieser Patient, laut dem Dekurs, also Zusammenfassung, wurde so aufgenommen zur BAVK. Ja. Und dann steht da unten irgendwo der Fempop-Bypass, war dann zu. Ja. Und dann hat dieser Patient Bridax bekommen. Da könnte dann die Frage gestellt, ja, was kann man denn alles machen, wenn ein Bypass schon zu ist? Ja. Da könnte dann kommen, es gibt medikamentöse Maßnahmen, man muss die Basistherapie der BAVK machen, man kann die gewisserweise Infusionen geben, da kann man dann darüber philosophieren, dass die Amerikaner dran nicht glauben, ja, und die Europäer aber schon. Deswegen ist es bei uns eine 2a-Indikation und bei den Amerikanern eine Klasse 3a-Indikation. 3a heißt, es ist wahrscheinlich scheiße, 3b heißt, es ist sicher scheiße. Ja. Aber so ist das halt, so gibt es immer unterschiedliche Meinungen diesseits und jenseits des Atlantiks. Und dann geht es weiter mit, dass man doch feststellt, dass also der Befund nicht so schlimm ist, wie die Patientin aufgenommen ist, weil es war anscheinend eine Aufnahme unter dem Bild einer akuten Ischämie. Das hat sich aber dann nicht mehr dargestellt. Ja, jetzt müsste man schauen, ob da in diesem Brief, könnte man schauen, nein, da sind leider keine Ossis und keine Drucke drinnen, sonst könnte man jetzt sogar noch nachschauen, dass die Patientin eigentlich eine gute Durchblutung hat. Ja, und deswegen entsteht dann sozusagen die Geschichte, dass es nur eine BAVK im Stadium 2 ist und dass das jetzt nicht im Vordergrund steht. Und wenn ihr das so präsentieren könnt, ja, das ist eigentlich das Ziel und das ist der Wunschtraum, den wir an euch haben. Ja, wir sozusagen als eure Lehrer und Prüfer gleichzeitig. So sollte man einen medizinischen Fall verstanden haben. Ja, das ist eigentlich das Ziel. Ja. Und das werdet ihr auch, wenn ihr dann eure 6-jährige Facharztausbildung macht. Ja. Das ist das, was ihr dann 6 Jahre in dem euch interessierenden Fach Tag ein und Tag aus trainieren werdet. Wie geht das? Warum? Wieso? Weshalb? Wie sind die Zusammenhänge? Was muss ich überlegen? Was brauche ich alles? Ja. Welche Daten muss ich haben? Welchen Laborbefund muss ich haben? Welchen Röntgenbefund muss ich haben? Ja. Wie kann ich sozusagen mein Bild abgrenzen, dass das jetzt eben keine akute Ischämie ist unter dem, was die Patientin aufgenommen war, sondern dass es jetzt eine Patientin mit einer Tumorerkrankung ist und ich plötzlich mich sozusagen um 180 Grad drehen muss und ich jetzt nicht eine neuerliche Bypass-Operation schnell machen will, ja, sondern jetzt brauche ich eigentlich eine Chemotherapie und einen Onkologen.
vielleicht an Strahlentherapeuten. Ja? Und das ist Medizin und das ist Clinical Reasoning und Clinical Thinking. Ihr schaut jetzt alle sehr entsetzt, teilweise auch verzweifelt. Ist auch gut so, ja? Weil ich fürchte, dass man es euch so klar noch nicht gesagt hat. Ja? Aber jetzt bin ich noch für Fragen da. Jetzt dürft ihr mich alles fragen und ich werde es versuchen zu beantworten. Bitte. Nein, also noch ist es, glaube ich, kein Problem, weil wir noch diese alte Generation haben, die auch, wenn sie Allgemeinchirurgie gemacht hat, einen Teil Unfallchirurgie machen musste. Also wenn wir zum Beispiel die alten Götter antreten lassen, das prüft zum Beispiel der ehemalige Ordinarius für Herzchirurgie, ja, der prüft zum Beispiel auch Gott sei dankenswerterweise im Rahmen der Return-Weg und der hat noch 12 Monate Unfallchirurgie gehabt. Natürlich eine Unfallchirurgie von vor 40 Jahren. Das heißt, du musst wahrscheinlich nicht das Neueste wissen, du musst nur ungefähr wissen, was du tust. Aber das ist dann halt Glück gehabt. In eurer Mappe ja. vorhanden ist. Ja? Ja. Also, nein. Wenn du bei einem Unfall wirst du nicht die Blinddarmoperation geprüft werden. Nein, aber deswegen gebe ich euch trotzdem den Tipp, à la longue wäre es gescheiter, wenn ihr euch überlegt, wo ihr A und B macht. Ja. Jetzt ist eh zu spät für heuer. Ja, den Werner Rabitsch. Noch einmal, die Prüfer, die dich prüfen werden, sind allgemeine Internisten. Ja? Die haben vom KMD genauso wenig eine Ahnung wie ein KMDler von der allgemeinen inneren Medizin. Also dort ist halt das Problem, was ich sehe. Es kommt auch die Knochenmarkstransplantation im Herold fast nicht vor. Ja? Das heißt, es kann fürs Prüfungsgespräch gut oder schlecht sein. Ja? Also ich kann nur sagen, ich bin ja bei dem Modul 3, also wenn einer sozusagen, also bis jetzt war es so, dass ja im Modul 1 und 2 die Versagensquote sehr gering ist. Ja, das ist ungefähr 1%. Bei Modul 3 schaut es schon ganz anders aus. Also wenn man es einmal im Modul 3 geschafft hat, hat man 50-50 Chance, dass man wiederkommen muss. Ja. Und im Modul 3 schlagen dann genau alle diese Dinge durch, auf die ich aufmerksam gemacht habe, dass man das Tertial nicht auf einer allgemeinen internen, nicht auf einer allgemeinen Chirurgie gemacht hat, dass man sich nicht darum gekümmert hat, dass man 3x26 Aufgabenstellungen ordentlich in seiner Mappe hat, wo man vielleicht auch die dazugehörigen Fälle sich mitgenommen hat, vielleicht hat man von den anderen Aufgabenstellungen, wo man nur das Rezept gemacht hat, nur die Überweisung gemacht hat, ja auch noch den Arztbrief in der Hinterhand, sodass man, wenn man das rauszieht, sich an den Patienten wieder erinnern kann, dass alles durchdenkt kann, warum war das, wie war das, wie hat das funktioniert, wie hat das bei dem Fall funktioniert. Ja. Das sind so die Dinge, die dann immer im Modul 3 kritisch werden. Ja. Derzeit ist es so, also ich kann mich erinnern an einen Kollegen, der hat das war ein sehr spezieller Fall, der hat auf der Herzchirurgie das Tertial A gemacht und auf der das Tertial B gemacht und auf der KMD das Tertial A gemacht und das war dann, weil er schau, es ist so, auch bei einem KMD-Patienten steht dann vielleicht irgendwo, ich gebe dir jetzt ein fakultatives Beispiel, Diabetes mellitus. Und nachdem das aber ein allgemein internistischer Prüfer ist, wird er jetzt nicht darüber anfangen zu reden, wie macht man das jetzt bei der Knochenmarkstransplantation, wenn die Patientin jetzt eine zweite Bildsepsis bekommt. Was ist jetzt der richtige diagnostische und therapeutische Pfad, weil das weiß der allgemeine Internist nicht. Aber er wird sich am Diabetes aufhängen und den kannst du dann nicht. Ja, also genau dort ist das Problem, das ist im Negativfall sozusagen ein Problem. Im Positivfall ist es kein Problem. Und bei dem Kollegen, der war dann so, der ist dann ins Modul 3 gekommen. Ja, der war vor 3 oder 4 Jahren ein Kollege von euch, mittlerweile ist er im Haus eh auch tätig. Und der hat sich dann im Modul 3 aber sehr wacker geschlagen. Ja, der hat sich im Modul 3 sehr wacker geschlagen, weil ich vor vielen, vielen Jahren einmal Hämato-Onkologe war, ja, und daher doch beurteilen konnte, dass das, was er von der KMD an angeblichem Wissen mitgebracht hat, auch wirklich Wissen war. Ja, und nicht nur Geschichten waren. Ja. Aber das muss jetzt überlegen, wenn da jetzt ein Internist aus der Peripherie kommt, ja, wenn da ein richtiger Fleischhacker aus der Peripherie kommt, ja, so ein Schöner, der jeden Tag, keine Ahnung, 60 Bäuche in der Woche operiert mit seiner Einheit, ja, der hat von irgendeiner gefinkelten Tumorendoprothese im Rahmen der orthopädischen Tumorchirurgie einfach keine Ahnung. Woher soll er das auch wissen? Ja, bitte. Ja, hey. Drinnen, ist eh klar, ja. Wir haben einen einzigen Urologen als Prüfer, keinen Anästhesisten. Ist die Antwort. Gut, aber trotzdem wird man ja anhand der Fälle geprüft. Ihr werdet anhand der Fälle geprüft, aber wir haben die Prüfer dafür nicht. Das heißt, ihr müsst euch danach ausrichten, was wir für Prüfer haben. Ja. Wieso? Du bist ja jetzt erst im 5., ja, du hast ja viel Zeit. Du bist ja noch gar nicht im KPJ, oder? Nein, eben. Dann ist ja wurscht, dann kannst du dich ausrichten.
Dann machst du es halt im Wahlfach C, wenn du unbedingt Anästhesie oder Urologie machen möchtest. Ja, kein Problem. Ja, für dieses wurscht. Wir ändern ja heuer auch nichts. Hätten und im AKH auf der Neurochirurgie auch mehr gemacht werden. Ja. Aber ich kann dann die Prüfer aufbieten, die ich aufbieten kann. Ja. Bei Neurochirurgen gibt es in Österreich, die kann man quasi an drei Paar Händen abzählen. Ja, die habilitiert sind, die prüfen können, kann man sogar an wahrscheinlich zwei Paar Händen abzählen. Nein, in der Vinzenz-Gruppe gibt es, glaube ich, eine Arbeitsvereinbarung bei einigen Krankenhäusern, soweit ich weiß, aber ich bin kein Spezialist dafür, da müsste man jetzt jemand aus der Curriculumsdirektion fragen, aber soweit ich weiß, im Herz-ES und in einigen anderen, beim Herzigen Schwester und so weiter, ist es fix so, dass wenn man dort B macht, verbringt man das einen Teil der Zeit auf etwas, was als Chirurgie angerechnet wird und einen Teil der Zeit in der Anästhesie. Und das, was als Chirurgie angerechnet wird, ist nicht immer Allgemeinchirurgie. Das kann sein gynäkologische Tumoronkologie, das kann sein Orthopädie, das kann sein kleine Unfallchirurgie, ja, und das kann sein Allgemeinchirurgie. Ja. Machen dürft ihr es, aber ich würde euch eben empfehlen, das ins Tertial C zu legen. Ihr habt ja eh das Wahlfach C, wo ihr wählen könnt, wo wir auch nichts fragen, weil die Kollegin gemeint hat von der Fachschaft, es ist schade, dass das nicht geprüft wird, das ist unmöglich. Wir haben einmal geschaut, wenn wir nur HNO prüfen wollten, rennen wir in ein Desaster. Ja? Das ist nicht steuerbar. Ja, bitte. In ganz Österreich genug Plätze. Ja, das ist auch noch wichtig. Wir haben 1600 KPJ-Plätze. Ja, ihr seid in jedem Jahr knapp 600. Wir brauchen unbedingt euer Feedback, was scheiße ist. Ja, weil nur wenn wir das von euch hören, können wir mit den Standorten reden und sie auch abdrehen. Ja, die jetzige Chirurgiedirektion ist sehr beherrscht. Ja, die sind sehr diplomatisch. Ich bin jünger, ich bin undiplomatischer. Ich bin der Meinung, was schlecht ist, muss man auch klar schlecht benennen. Und dann gibt es ein einmaliges Gespräch mit dem jeweiligen Krankenhaus und dem jeweiligen Leiter, ob man das ändern kann. Und wenn es dann so weitergeht, dann entzieht man denen das einfach. Und wenn ihr uns schreibt, dass ein x-beliebiger Standort einfach schlecht ist, dann ist es Aufgabe der Curriculumstruktur, dorthin zu fahren und das zu überprüfen. Und wenn das schlecht ist, dann muss der Standort geschlossen werden. Ja? Wir haben 1600 Plätze, wir brauchen nur 600. Ja, man kann ohne weiteres über die Hälfte der Plätze pausieren. Spricht überhaupt nichts dagegen. Warum? Es gibt eh so viele Plätze und davon ist es ja noch dazu so, dass ihr sowieso ihr ungefähr ein Viertel eurer KPJ-Zeiten im Ausland macht. Ja? Also ist überhaupt kein Thema. Ja? Es gibt genug Plätze. Ja, Ausland ist vielleicht auch noch etwas. Wir haben dieses Mal ist bei der Return Week wieder was passiert. Eine Kollegin, ein Kollege hat sein KPJ größtenteils im nicht österreichischen Ausland gemacht und auch im nicht europäischen Ausland, was dazu geführt hat, dass die Betreuerinnen und Betreuer vor Ort nicht verstanden haben, was ein KPJ ist. Ja, das hat natürlich dazu geführt, dass der Inhalt der Mappe schlecht war. Das hat natürlich dazu geführt, dass der Inhalt der Mappe nicht gekonnt und verstanden worden ist, was noch viel schlimmer war. Dass überhaupt nicht verstanden worden ist, was und warum und weshalb, wie was mit dem Patienten passiert ist. Und das hat natürlich dazu geführt, dass der Return Week mit einem negativen Abschneiden vergesellschaftet war. Ja, also das überlegt euch vielleicht auch noch. Es sollten schon Medizinsysteme sein, die uns halbwegs kompatibel sind. Noch einmal, diejenigen von euch, die für das C-Tertial, wenn ihr nach Lambarene geht, ursuper. Ja. Wenn ihr in den Urwald nach Papua-Neuguinea geht, auf eine Geburtenstation, ursuper. Aber das ist bitte nicht B-Chirurgie. Und bitte, Lambarene ist nicht A-innere Medizin. Weil das lernt ihr dort nicht. Da lernt ihr ganz witzige Sachen und wir lernen auch, wie man durch Hand auflegen und anschauen erkennt, ob jemand Fieber hat oder nicht, weil das Fieberthermometer leider kaputt ist. Ja, das sind coole Sachen, aber das ist nicht innere Medizin, wie wir uns das in Österreich sozusagen vom Niveau her vorstellen. Ja, also sucht euch schon Standorte aus, wo ihr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das geboten bekommen könntet, was ihr auch braucht. Und ich dachte immer auf www.medizinstudium.at, lesen die Studierenden nie alles. Ich habe jetzt eh viel zu frei gesprochen. Ja. Wer weiß, ob ich morgen noch Leiter der Return Week bin. Noch Fragen, bitte. Sehr gut. Gut. Du wirst Urologie geprüft, wobei du musst das wissen, wir haben einen einzigen urologischen Prüfer. Wir haben einen urologischen Prüfer.
Anästhesie mit 99%iger Wahrscheinlichkeit nicht. Außer du beschreibst irgendwie schöne Narkose oder so, so auch ein Internist hat Chancen, darüber zu reden. Ja. Es gibt ja uns Internisten, und welche, die auch eine internistische Ausbildung haben. Ich zum Beispiel, ich könnte dich zum Beispiel über Anästhesie, Narkose auf einer Intensiv prüfen, aber ich könnte dich nicht über eine Narkoseeinleitung prüfen, weil ich das nicht mache. Könnte man ja. Also auf jeden Fall im Modul 3. Modul 2 wäre es nicht vorgesehen, aber im Modul 3 könnte es passieren. Ja. Also ich würde mich auch im Rahmen der Urologie, nachdem die Wahrscheinlichkeit eben niedrig ist, dass du zu dem einen urologischen Prüfer kommst, den wir haben, ja, würde mich in der Urologie dann eher versuchen, sofern das an deiner Abteilung dort existiert, mich auf Allerweltsgeschichten zu konzentrieren. Hydronephrose, Urolithiasis, Prostatakarzinom, Harnblasenkarzinom, da haben auch nicht urologische Chirurgen eine Ahnung. Ja. Aber eher keine Spezialitäten. Ja. Das könnte schwierig sein. Bitte. Bitte. Ja. Es wird alles gut gehen. Die Prüfer sind größtenteils allgemeine Chirurgen und breite Internisten. Ja, andere Prüfer haben wir nicht. Ja. Das ist die Wahrheit. Ja, aber dann nimm halt vielleicht unfallchirurgische Fälle, wo die alten Schlachtrösser, die wir aus der Chirurgie da aufbieten, wo die das mit hoher Wahrscheinlichkeit gesehen haben. Also eine Radiusfraktur ist sicher cool, ja. Eine irgendwelche Geschichte, keine Ahnung, Tumor, irgendwas, Bruch mit irgendwas und irgendwas ganz speziell würde ich dann eher nicht. Das ist vielleicht ein schöner Fall für dich, für dein Leben zum Lernen, ja. Aber ist vielleicht nicht der ideale Fall für die Returnweg, weil da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Prüfer sich auch nicht auskennt. Und ich weiß nicht, die Kollegin hat zwar gemeint, es ist vielleicht nicht schlimm, wenn du der Experte bist, ja, aber ich glaube, es ist immer gut, wenn bei der Prüfung der Prüfer und der Prüfling ungefähr gemeinsam wissen, worüber sie reden. Sonst kann es schwierig sein. Da oben ist noch eine, ganz hinten ist noch eine Frage. Nein! Da war noch eine Frage. Würde ich abraten, ja, weil du dich dann da deutlich verschmälerst. Das haben wir immer wieder, diese super Experten, die schaffen es, die gesamten 26 Aufgabenstellungen der inneren Medizin anhand eines einzigen Patientenfalles abzuwickeln. Das gehört dann aber bei der Kollegin oder bei dem Kollegen auch gemacht. Wir machen es dann bei der Returnweg. Das ist sinnlos. Also das ist nicht sinnvolle Beschäftigung mit Medizin. Er soll jetzt 48 Wochen Medizin lernen und nicht 2 Wochen Medizin lernen und den Rest Scheiße machen. Das ist nicht das Ziel. Nein, es bietet sich nicht an. Das macht ihr, weil ihr bequem seid, weil ihr faul sein wollt. Also heuer haben wir einen gehabt, der war so ein Spezialist, der hat die gesamte innere Medizin aus einem einzigen Fall gemacht. Das ging auch nicht gut, er muss ja zum Modul 3 kommen. Das Problem ist, die Leute streuen es dann immer auf, weil sie wissen dann nämlich nichts. Weil sie haben eh nichts gelernt, nichts vorbereitet. Und dann ist das Problem, nachdem sie dann nichts vorbereitet haben und nichts gelernt haben, muss man nur einen Millimeter ausweichen. Und dann, also Hyperlimit, das hätte ich auch wissen müssen. Naja, und wann behandeln sie eine Hyperlimit? Ich kann mich noch erinnern an den Kollegen, ja. Da kam dann nichts, gar nichts. Der wusste nicht einmal, dass es Fettstoffwechselerkrankungen gibt. Der wusste nicht, dass es eine häufige Zivilisationskrankheit ist. Der wusste nicht, dass viele Leute ein Statin nehmen müssen, dass theoretisch in Österreich 400.000 Menschen täglich ein Statin nehmen müssen. Ich meine, das kann man in der Kronenzeitung lesen, dafür braucht man nicht Medizin studieren. Da wird es ja dann irgendwann lächerlich, bitteschön. Kann passieren, ja. Muss ja nicht sein. Richtig, richtig. Wir haben auch ganz viele Folien zu den Aufgabenstellungen und dazu was. Aber die Frage ist, ob die Wahrscheinlichkeit, also wenn keiner der internistischen, nur als Beispiel, wenn keiner deiner internistischen Patienten Diabetes mellitus hat, Hypertonie hat, Hyperlämie hat, Herzinsuffizienz hat, das wäre komisch, aber es gibt natürlich so Wunderkrankenhäuser. Das Problem ist, im Modul 3 kommt eine Mappe ins Spiel. Naja, nein, weil im Modul 2 wird deine Mappe nur dann herumgezogen, wenn der Prüfer verzweifelt ist und sich nicht sicher ist, ob er dich positiv oder negativ beurteilen soll. Und dann könnte es sein, dass er sagt, völlig abhörbar erstaunt, aha, diagnostische Abklärung beim Herzinfarkt oder Verdacht auf Herzinfarkt ist automatisch der Herzkatheter, sind Sie sich sicher? Oder wenn du dann sagen würdest, ja, das war bei uns so, dann würde er sagen, aha, wo waren Sie denn da?
Und wenn du dann geschaut bist, würdest du sagen, beim Wilhelminenspital. Und dann würde ich als Prüfer sagen, aber beim Kurti Huber, sind Sie sicher, dass das so war? Und dann würdest du geschaut, wie du, wenn du bist, sagst vielleicht, ja, natürlich. Dann würde ich sagen, aha, also das wäre mir neu, aber wenn das so ist, bitte zeig mir den Fall, den du beim Kurti Huber gesehen hast. Und wehe, das stimmt dann so nicht. Ja, also genau dort sind dann diese, das sind diese Eigenleger. Also man muss halt, ihr seid Studenten, also ihr dürft euch nicht selber eine Grube graben. Also das, was man sagt, muss stimmen. Diese kleinen privaten Spezialhäuser, die es zum Teil gibt, die quasi nur den einen Eingriff 100.000 Mal im Jahr machen und keinen einzigen anderen, ja, das sind eigentlich nicht Abteilungen, die für Studierende ideal sind, wenn man die Weite eines Faches, geschweige denn der Medizin, nicht durchdringen kann. Du hast ja schon selber jetzt klar gesagt, dort kann man nicht einmal das Fach Orthopädie durchdringen. Geschweige denn den Rest der Medizin. Ja. Also kann man jetzt nicht ändern, du hast es so ausgewählt, aber vielleicht nachher dann auf www.medizinstudium.at schreiben, war ursuper für Tertial C eine Empfehlung, aber Tertial B, habe eigentlich chirurgisch nichts gelernt. Nur als Beispiel. Ja. Naja, da ist jetzt genau die Frage, wie man es macht. Ich würde dann empfehlen, mit der Curriculums, also wie heißt das Studenten, wie heißt die Stelle dort, wo die Frau, ich würde empfehlen, dort Kontakt aufzunehmen. Warum? Weil wenn du sagst, du machst in B Orthopädie und machst in C 4 Monate Allgemeinchirurgie, da würde ich an deiner Stelle schauen, ob du das im Nachhinein nicht umdrehst. Und was machst du die anderen 2 Monate Wahlfach? Ja, schwierig. Ja. Ja, dann wirst du über die 4 Monate Orthopädie geprüft werden müssen. Zumindest vorläufig. Ja, noch haben wir keine andere Möglichkeit. Eine Frage zum Datenschutz. Reicht es den Patienten, die den Vorhang zu schwärzen, einfach nur den Namen? Also vor allem, wenn man sie nicht schwärzen? Naja, das ist genau die springende Frage. Also offiziell sollte es ja niemand von euch den Strichcode lesen können, aber du hast natürlich recht. Theoretisch müsste man Name, Geburtsdatum, Fallnummer und Strichcode schwärzen. Ja. Aber ich glaube, dort, wo die Med-Uni besonders heiß drauf ist, ist Nachname, Vorname, Geburtsdatum. Nein, dann war immer, war dann nie ein Problem des Barcodes, das war immer ein Nachname, Vorname, Geburtsdatum. Die drei müssen weg, das ist Patient Identification. Die Fallnummer kann ja niemand lesen, der nicht in dem Krankenhaus tätig ist, rechtlich. Ja. Zum Schwärzen kann ich nachher noch eine unterhaltsame Anekdote erzählen. Wieso denn ausschwärzen? Das ist eine Massenerkrankung. Das wäre unauffällig. Das haben in Österreich 1 Million Menschen. Da ist der Patient nicht identifiziert. Aber ich würde bitten, dass wir ein bisschen in der Präsentation weitermachen. Vielleicht nachher noch Fragen. Ich glaube. Ich glaube nämlich, dass sich ganz, ganz viele Fragen auch auflösen werden, wenn wir mal die Aufgabenstellungen und sowas uns angeschaut haben, was ihr eigentlich tun müsst. Ja, und wenn wir dann auch nochmal zu dem Punkt kommen, mit der Themenliste, was der Prüfer dann vor sich liegen hat und was nicht. Jetzt muss ich es noch schaffen, weiterzugehen, genau. Nochmal ganz kurz zurück zu allgemeinem, zum KPJ. Die meisten von euch sind ja schon dabei. Ihr wisst auch, ihr habt 35 Stunden Anwesenheit pro Woche. Ihr wisst auch, ihr habt 5 Stunden Selbstlernzeit. Diese müssen nicht unbedingt zwingend an der Klinik verbracht werden. Es gibt Kliniken, die das wollen, die sagen, setzt euch in die Bibliothek, 1 Stunde am Tag oder jeden Freitag 5 Stunden. Es gibt Kliniken, die sagen, bitte macht das daheim, wenn ihr dort besser lernt. Wichtig ist, dadurch kommt ihr eigentlich nur auf 6 Stunden Pflichtanwesenheit. Ja, das heißt zum Beispiel von 8 bis 14 Uhr, von 7 bis 13 Uhr. Natürlich könnt ihr jederzeit länger bleiben, wenn ihr auch was lernen wollt. Ich war auf der Chirurgie sehr viel oft länger dort. Aber ihr könnt es auch auf euer Recht bestehen, wenn ihr einen Termin habt, einen Nebenjob oder sonst was und sagen, es tut mir leid, aber ich muss nur 30 Stunden hier sein. Ja, oder ich darf an dem einen Donnerstag um 14 Uhr gehen. Nehmt euch da auch euer Recht. So steht es in der Mappe, so steht es in der Ausbildungsordnung. Wenn jemand von euch Kinder, Arbeit oder sonst was habt, 30 Stunden. Für alle anderen, bleibt bitte länger, damit ihr auch am Nachmittag die spannenden OPs oder Ähnliches seht. Ja, aber das ist die Regel. Nachtdienste wünscht sich die Uni, ist aber nicht überall möglich. Die Kinderpsychiatrie in Tulln zum Beispiel hat kein einziges Ärztezimmer. Ja, da haben schon die Assistenzärzte keinen Platz zum Schlafen, geschweige denn wir. Also habe ich dort nie einen Nachtdienst gemacht. Ja, auf der internen zum Beispiel ist das meistens überhaupt kein Problem. Die haben dann gleich 5, 6, 7 Zimmer
und irgendeins wird für euch schon frei sein. Im schlimmsten Fall habe ich auch schon mal in der Physiotherapiekammer geschlafen. Ja, es geht alles. Nachtdienste sind spannend. Nachtdienste bringen eine neue Erfahrung. Ich wurde dann zum Beispiel auch jedes Mal gefragt, sollen wir dich aufwecken, wenn was ist? Ja, weil deswegen bin ich da. Sonst schlafe ich lieber in meinem Bett zu Hause. Ja? Ist mir deutlich lieber. Also nehmt es als Chance, was zu sehen. Wenn es dann einfach nur sagt, na, ich schlafe eigentlich lieber, ich finde das Krankenhausbett so wahnsinnig bequem, ist irgendwie unsinnig. Ja? Dann auch ganz kurz noch zum Gehalt und Ähnlichem. Ihr bekommt 650 Euro brutto, das sind 550 Euro netto. Passt bitte auf, wenn ihr Nebenjobs habt, wenn ihr Pensionen erhaltet, Halbwaisenpension oder irgendwas anderes. Ihr kommt verdammt schnell über die Monats- und Jahresgrenzen und es kommen super fiese Rückzahlungen. Ja, ich habe einen Nebenjob, bei dem ich letztes Jahr für die 4 Monate KPJ bewusst auf 1 Stunde im Monat zurückgestellt habe, 13 Euro im Monat verdient habe, das macht 50 Euro in 4 Monaten. Ich habe von der Krankenkasse eine Rückzahlung über 150 Euro bekommen. Ja, das kann man natürlich auch rückfordern, aber passt einfach auf, hebt euch alles auf, was ihr verdient habt, damit ihr euch das Geld auch wieder zurückholen könnt. Nein, 5 Stunden sind Selbstlernzeit. Ja, die kannst du auch zu Hause lernen, wenn die Klinik das zulässt. Ja, wenn du prinzipiell Kernzeit von 8 bis 14 Uhr reinschreibst, ist das absolut okay. Ich hatte sogar den Fall auf der Nephro im Kaff, dass die alle Ärzte um 13 Uhr einfach heimgegangen sind. Ja, also ich war länger dort als alle Ärzte. War auch okay, ja, 8 bis 14 Uhr. Wenn ich noch länger dort rumgesessen wäre, wäre es auch Fahrt geworden, weil ich wäre ziemlich allein gewesen. Weil die gehen halt um 1. Ja. Gut, dann kommen wir zum allerwichtigsten Zettel aus der ganzen Mappe. Ja, das ist der Zettel. Wenn ihr ihn verliert, ist es kein Problem. Es gibt ein Ansichtsexemplar im Internet. Ihr könnt euch alles nochmal ausdrucken. Auch wenn ihr gerade keine Zettel mit habt für Kekstops und ähnliches. Ich sage übrigens Keks, ihr könnt sagen, wie auch immer ihr wollt. Ich finde Keks einfach süß. Ja. Und ich komme mir irgendwie blöd vor, wenn ich auf der Station rumlaufe und die ganze Zeit 666 sage. Ich sage Keks. Seite 5 ist ein ganz wichtiger Zettel. Ich habe das Ansichtsexemplar irgendwo für euch da. Das ist nämlich der Zettel, auf dem draufsteht, was ihr für Aufgaben machen müsst, wie viele Punkte euch das bringt. Und das ist auch das, was aufs Testatblatt kommt. So, kann man das lesen? Naja, schlecht. Das ist der allerwichtigste Zettel. Ich glaube, in der Mappe ist der Zettel 12, aber beschriftet ist er mit 5. Ja? Der sagt euch nämlich, Pflichtaufgaben. Das sind auch die Aufgaben, die relevant sind für die Return Week. Ja, wir kommen nachher noch dazu, ihr müsst für die Return Week eine eigene Themenliste einreichen, ein Excel, das nur aus Pflichtaufgaben besteht. Deswegen überlegt euch gut, was wollt ihr als Pflicht, was wollt ihr als Wahlaufgabe nehmen. Ja? Pflichtaufgaben, es wird hier immer pro 8 Wochen gerechnet. Ja? Das heißt, verbringt ihr 16 Wochen irgendwo auf einer Station und wechselt die Abteilung nicht, müsst ihr das alles mal 2 rechnen. Klingt nicht kompliziert, aber man sitzt dann da mit seinen 1000 Zetteln und kommt total durcheinander und weiß eigentlich jetzt nicht mehr, wie viele Entlassungsbriefe, wie viele Rezepte. Geht es ruhig an, macht euch Listen, man muss es halt mal 2 rechnen. Ja. Das heißt, in 16 Wochen müsst ihr machen 6 kurze Fallvorstellungen, 2 lange Fallvorstellungen, 4 Entlassungsbriefe, 6 Zuweisungen, 6 Rezepte und 2 State-of-the-Art-Präsentationen. Zusätzlich braucht ihr pro 8 Wochen 15 Punkte aus den Wahlpflichtteilen. Heißt, wenn ihr 16 Wochen dort wart, braucht ihr 30 Punkte aus den Wahlpflichtteilen. Ja, ich sage das bewusst so langsam, weil ich bin so oft drüber geflogen, auch wenn es so leicht klingt. Ja. Aus mindestens, wie viel? 2 Kategorien, ich sehe nicht so wahnsinnig gut. Das heißt, zum Beispiel, was ergibt... Ich hoffe, es sind 2. Genau, 2. 7 wäre ein bisschen viel. Heißt, zum Beispiel, 2 Entlassungsbriefe sind 14 Punkte plus ein Rezept. Sind wir auf 16 Punkte. Prinzipiell ausreichend für euer Wahlterzahl. Ja, mit Entlassungsbriefen und mit ausführlichen Fallvorstellungen kann man viele Punkte sammeln. Ja, genauso mit einer State-of-the-Art-Präsentation. Ihr könnt es natürlich, wenn ihr Lust habt, auch 3 kurze machen, 4 Rezepte, 2 Zuweisungen. Ja, das könnt ihr euch prinzipiell frei einteilen.
Nein, es müssen, glaube ich, müssen es 4 Kategorien sein? 2. Also es gilt dann für... gleich fertig. Das könnte dann unangenehm sein. Ja. Also es muss schon glaubwürdig sein. Bitte. Richtig, also ihr braucht in interne insgesamt 30 Wahlpunkte, weil ihr auf jeden Fall 16 Wochen interne machen müsst, egal ob ihr splittet oder nicht. Ja, genauso wie ihr auch alle Pflichtteile einmal für interne braucht, einmal für Chirurgie, einmal für Wahltertial. Ja? Der einzige Unterschied ist nur, beim Wahltertial werdet ihr das in der Return Week nicht geprüft. Ja? Trotzdem müsst ihr alle Pflichtteile haben und auch alle Wahlteile mit allen Punkten. Ja? Die müssen auch aufs Testatblatt eingetragen werden. Ja? Das Testatblatt findet ihr bei euren Mappen jeweils, glaube ich, ganz am Schluss. Ich habe auch ich habe es euch auch abfotografiert. Beim Testatblatt steht dann nämlich irgendwo da unten, dass irgendwo hier mindestens 19 Punkte pro 8 Wochen ergibt. Pflichtteil, Wahlpflichtteil plus Fortbildungspunkte. Die habe ich nämlich auch damals total gerne übersehen. Wo habe ich jetzt mein Ansichtsexemplar? Hier. Hier unten gibt es nämlich genau das Gleiche nochmal für die Fortbildungen, bei denen man nur 4 Punkte erreichen muss. 15 plus 4 sind 19. Ich habe es ewig nicht gecheckt. Ja? Aber eigentlich ist es ganz einfach. Man muss nur Punkte zusammenrechnen. Bitte. Korrekt. Wenn ihr in C nicht die Punkte erreicht, dann zählt das als im Mappencheck. Im Modul 1 hat was gefehlt, dann kommt ihr trotzdem zum Modul 3. Ihr müsst aber keine Präsentation halten, ihr müsst keine Themenliste einreichen und ihr werdet nicht zu den Themen eurer Wahlterziale geprüft. Außer im Modul 3, wenn euch halt dann was fehlt. Ihr habt dort keine State-of-the-Art-Präsentation gemacht oder ähnliches. Warum man Modul dann... Dann wirst du wahrscheinlich über deine Mappe gefragt werden. Dann wirst du wahrscheinlich deine Mappe argumentieren können. Nur ja, natürlich. Es geht dann halt in diesen Fragen, wenn ein Kollege, eine Kollegin prima vista negativ ist, geht es ja nur mehr um die Frage, kann man sie oder ihn jetzt noch auf die Menschheit loslassen? Oder muss man sagen, leider kommen sie in 4 Monaten, 3 Monaten wieder. Schaut, das ist ein reines Entgegenkommen von uns. Aber du hast völlig recht, korrekt, wenn sozusagen kein Punkt im Wahlfach drinnen ist, dann ist eigentlich die ganze Return Week schon negativ. Ja. Aber so einen, muss ich auch betonen, so eine mutigen oder frechen Kollegin oder Kollegen hatten wir noch nie, ja, weil der müsste dann ein internistischer oder chirurgischer Gott sein, um das Modul 3 zu überleben mit positivem Abschluss. Also das will ich auch klar sagen. Also wir sorgen schon für ausgleichende Gerechtigkeit über alle Studierenden. Deswegen muss man eben aufpassen. Naja, wenn du im Wahlfach zu wenig Punkte hast, kommst du ins Modul 3. Ja. Dort ist es manchmal so,
aber das ist nicht die Regel. Das setzt sich dann daraus, das hängt dann davon ab, wer sozusagen uns für das Modul 3 als Prüferin und als Prüfer zur Verfügung steht. Es ist normalerweise immer ein Internist und immer ein Chirurg und dann gibt es immer einen dritten. Ja. Das ist manchmal ein Mitglied der Curriculumsdirektion, einmal war es eine Psychiaterin, das setzt sich dann verschiedentlich zusammen und da kannst du natürlich dann eventuell den Jackpot landen sozusagen und ausgerechnet das, was du sozusagen im Wahlfach C hattest, ist dann zufälligerweise dein dritter Prüfer bei Modul 3, aber da würde ich mich nicht drauf verlassen, die Wahrscheinlichkeit ist niedrig. Deswegen sitzt man ja jetzt auch da, damit ihr wisst, was ihr machen müsst und auch im Ausland mit ausreichend Punkten zurückkommt. Ja? Ich glaube, war noch eine Frage? Nein, die Fortbildungsthemen werden nicht geprüft. Ja, es muss zwar vorhanden sein, dass ihr der Beweis, dass ihr Fortbildungen gemacht habt, ihr werdet aber über den Inhalt der Fortbildung nicht geprüft. Das wäre auch gar nicht umsetzbar. Ja, ihr müsst auch immer ein bisschen logisch denken bei der Return Week. Kann jemand jetzt nachvollziehen, was euch erzählt wurde, während ihr in Pädiatrie-Fortbildung nächtlicher Husten beim Kind wart? Nein. Ja, kann der Prüfer nachkontrollieren, was ich gelernt habe in der Fortbildung Schanddialyse? Nein. Ja, also immer auch logisch irgendwo denken. Und auch wenn ihr jetzt Angst habt, dass euch zum Beispiel irgendwo mal eine Sache fehlt, ich denke mal, man kann immer mit der Uni reden. Ich sage es auch ganz offen, mir hat zum Beispiel ein DOPS gefehlt. Weil meine Prüferin, die ganz nette, die eine, die ich da hatte, meine Mentorin, einfach immer nur gemacht hat, ich bin nur lernend. Ja? Bei der Return Week bin ich trotzdem nicht durchgeflogen. Ja? Und wenn sie mich deswegen durchfliegen hätten lassen, dann hätte ich mit ihnen darüber geredet, weswegen ich das nicht geschafft habe. Also es ist immer, es ist praktisch, logisch. Ja? Gut, also so viel einmal zu den Punkten. Beim Testatblatt sind die eben auch einzutragen. Ich habe dazu eh in der Präsentation noch alles Mögliche, wenn ich sie wieder finde, die richtige. Genau. Also ihr habt Pflichtaufgaben, ihr habt Wahlaufgaben mit Punkten und ihr müsst richtig rechnen. Ja, die Punkte müssen ins Testatblatt eingetragen werden, sie gelten nur für 8 Wochen und die Fortbildungspunkte müssen auch dazu gezählt werden. Beim Testatblatt, das soll 2 Wochen nach Tertialende abgegeben werden. Dafür gibt es, glaube ich, immer noch eine Einwurfbox in der Studienabteilung. Da kann man länger hin als zur Studienabteilung selbst, weil sie außen hängt, nicht außerhalb vom Gebäude, aber außerhalb der Studienabteilung. Das heißt, ihr könnt es, glaube ich, locker bis 18 Uhr oder was noch einwerfen. Ja? Ich würde empfehlen, ein Foto zu machen. Warum? Das eine sind die Fehltage. Wie ihr wahrscheinlich wisst, habt ihr 30 Fehltage, theoretisch, weil ihr habt 10 Fehltage pro Tertial. Verwenden dürft ihr davon aber nur 25. Das heißt, in irgendeinem Tertial dürft ihr nicht eure vollen Fehltage verwenden. Jetzt ist mir das zum Beispiel passiert, dass ich keine Ahnung mehr gehabt habe, wie viele Fehltage ich eigentlich auf der Pädiatrie bei meinem allerersten Tertial eintragen gehabt habe. Ich habe gedacht, hoffentlich waren es nicht 10, weil sonst wäre ich drüber gekommen. Ja? Fotografiert es euch ab, schaut auch, wie viele Punkte ihr habt. Wenn ihr zum Beispiel am Schluss irgendwie draufkommt, oh nein, ich kann mich an den Patienten überhaupt nicht mehr erinnern aus meinem Pflichtteil, vielleicht kann ich das irgendwie doch noch mit einer Wahlaufgabe tauschen, weil an den Patienten kann ich mich noch erinnern, dann müsst ihr darauf achten, dass die Punkte nachher noch passen. Ja? Ihr könnt dann nicht einfach einen Entlassungsbrief durch einen Kurzfall ersetzen, weil das hat andere Punkte. Deswegen macht euch ein Foto, bevor ihr dieses Blattl einwerft. Ja? Wichtig beim Testatblatt ist außerdem, tja, wenn ich das jetzt finde, dass ihr hier ganz viele lustige Unterschriften braucht. Ja? Ihr müsst eintragen, wie viele Keks und Tops ihr gemacht habt, wie viele Punkte ihr gemacht habt. Braucht unten die Unterschrift vom Mentor und auf der Rückseite braucht ihr auch die des Fachkoordinators oder des Primars zum Beispiel, auch wenn es keinen Fachkoordinator gibt, das hatte ich mehrmals, ja, dann unterschreibt es halt der Primar, aber ihr braucht hier unterschiedliche Unterschriften und Stempel. Achtet bitte bei allem drauf, wo ihr was braucht. Keks und Tops zum Beispiel ist das Einzige, wo man einen Klinikstempel zusätzlich braucht. Ja? Zusätzlich zur Unterschrift vom Mentor. Bitte? Wenn das so ist, dann ist es so. Ich hatte auf der Kinderpsychiatrie meinen Mentor, den Fachkoordinator und den Primar, das war alles die gleiche Person. Wenn die Abteilung so klein ist, kann man es halt nicht anders machen.
vergesst die Stempel nicht. Das kommt immer wieder vor, knapp vor der Return Week, dass die große Panik ausbricht, man hat die Stempel vergessen. Das kann man in Österreich durch eine schnelle Zugfahrt nach Lienz korrigieren. Wenn man ein Teil des Wahlfaches in Los Angeles war, ist es dann schwierig, an den Stempel zu kommen. Genau. Bitte? Ja, komme ich auch noch dazu. Habe ich eigene Folien? Ich habe für alles eigene Folien. Perfekt ausgefüllt wäre die Mappe natürlich, wenn das mit dem Datum auch korrekt ist. Ja? Mir ist es zum Beispiel auch passiert, dass ich einfach die ersten 8 oder die ersten 4 Wochen gebraucht habe, um mich mal einzuleben. Ja? Und dann habe ich halt, weil ich wusste, ich habe 16 Wochen Zeit, nicht in den letzten, in den zweiten 4 Wochen da alles reingepackt, ja? Sondern habe ich es mir auch ein bisschen aufgeteilt. Theoretisch wäre es natürlich schön, es ist nicht immer machbar. Es wird euch, glaube ich, niemand den Kopf abreißen, wenn ihr in den ersten 8 Wochen irgendwie von den 10 Aufgaben, die ihr da machen müsst, dann nur 8 habt und im nächsten dafür 12. Es muss da sein, aber ich glaube nicht, dass sich auch irgendjemand hinsetzt und mit dem Kalender nochmal genau vergleicht, in welcher Zeit das jetzt war. Ja? Macht das unbedingt kontinuierlich, auch wenn ihr nicht am Anfang schon Vollgas gebt, ja, weil gerade wenn ihr in Abteilungen geht, die sehr interessant sind, wo es vielleicht auch sehr bemühte Mentorinnen und Mentoren gibt, die euch auch viel vielleicht beibringen, ja, ist das Problem, dass gerade die Leute, die sozusagen viel teilen, meistens auch die sind, die viel unterwegs sind. Ja, weil die selber mehr sozusagen im internationalen Sperrfeuer stehen, weil sie einfach wissenschaftlich aktiver sind, sind meistens die, die mitteilsamer sind, ist zumindest meine Erfahrung. Ja. Und es ist, kann dann halt Pech sein, wenn du die ersten 8 Wochen nichts machst, ja, und dann ist dein Mentor sozusagen auch 4, 5 Wochen nicht da, weil halt ein Kongress den anderen jagt, dann bleiben 3 Wochen über für die Arbeit von 16 Wochen, das könnte dann busy werden. Ja. Also es zahlt sich schon aus, hier immer steht der Tropfen höhlt den Stein, immer ein bisschen. Genau. Ich will mir auch immer ein paar Fehltage irgendwo aufheben. Es kann jederzeit passieren, dass ihr krank werdet, dass ihr einfach nicht kommen könnt. Ich habe zum Beispiel gleich am Anfang von Interne ein Herpes Zoster gehabt, womit ich einfach nicht arbeiten habe dürfen auf einer Nephrologie mit immunsupprimierten Patienten und hatte, schwupps, 10 Fehltage. Ja, und hatte keinen mehr übrig. Das kann passieren. Ja, hebt euch ein bisschen welche auf, macht euch mit der Station aus, was ihr im Notfall machen könnt. Vielleicht kann man es durch Nachtdienste wieder einarbeiten. Ja, vielleicht kann man es einarbeiten, indem man länger da bleibt oder mal am Wochenende reinkommt. Schaut einfach drauf, dass ihr immer mitarbeitet und euch ein bisschen was halt am Puffer auch habt. Ja, macht vielleicht auch immer ein paar Aufgaben mehr, die ihr ablegt, dann könnt ihr nachher wieder auswählen auf den, aus den Aufgaben, was weiß ich noch, welchen Fall traue ich mir zu, an welchen Patienten kann ich mich einfach beim besten Willen nicht mehr erinnern. Bitte? Das kannst du dir mit deiner Station ausmachen, aber wenn du es an einem anderen Tag nachholst, dann hast du deine Stunden für die Woche ja trotzdem abgeliefert. Okay? Tja, es gibt Spitäler, wo man in der Früh eine Liste unterschreiben muss, es gibt Spitäler, wo es in Wahrheit keinen interessiert, es gibt Mentoren, denen fällt es auf, es gibt Mentoren, denen fällt es nicht auf, es gibt Mentoren, die sagen, du bist ständig da, magst nicht irgendwann mal heimgehen, es gibt auch Mentoren, die sagen, du willst deinen freien Tag haben, wieso? Ja, dann sagst du, na, wegen den Überstunden, ich bin jeden Tag bis 6 da, ja, sind wir ja auch. Ja? Es ist mentorabhängig und stationsabhängig. Was auf deinem Testatblatt steht. Sollte sich da einfach gleich dran gewöhnen, dass es später in der Facharztbildung auch so ist. Ja, in der Facharztausbildung ist vielleicht, wenn ihr ältere Geschwister habt, die schon in der Facharztausbildung sind, da kann es teuflisch sein, wenn eine bestimmte Anzahl von Fehltagen überschreitet und eine bestimmte Anzahl von Nachtdiensten pro Monat unterschreitet, dann wird das zum Beispiel die Wiener Ärztekammer ist besonders streng, dann werden diese Monate gleich als Ausbildungsmonate nicht anerkannt. Ja? Und genau darum geht es, dass ihr wirklich streng mit euren Fehlzeiten für euch selbst umgeht, um nicht mehr und nicht weniger. Ich würde euch auch empfehlen, ihr könnt im KPJ natürlich auch auf Urlaub gehen. Ihr müsst nicht ein ganzes Jahr jetzt durcharbeiten. Ihr dürft, also zum Beispiel Weihnachten und Silvester, glaube ich, darf man sowieso zu Hause bleiben. Ja? Aber ihr dürft euch auch Urlaub nehmen. Bucht halt nur nicht in einem Tertial gleich einen 2-wöchigen Urlaub und nehmt damit alle 10 Fehltage und dann seid ihr irgendwo mal krank mit einer Magen-Darm-Grippe und dann könnt ihr euch das Tertial in die Haare schmieren. Ja? Bucht es halt gescheit. Ja? Geht es halt 5 Tage Skifahren und hebt euch 5 Fehltage auf, falls ihr euch beim Skifahren den Haxen brecht.
Ja, ich bin operiert worden während meinem Chirurgietertial. Ich bin im Rollstuhl auf der Neurochirurgie gefahren. War nicht lustig. Ja, aber ich hatte halt keine Fehltage mehr. Ja. Ja, theoretisch in einer von für euch bestimmten 35-Stunden-Woche ja 13 Stunden mehr arbeiten dürfte, Arbeitszeitgesetz, 48 Stunden. Ja. Das heißt, man könnte zum Beispiel einen Nachtdienst machen oder Samstag, Sonntag arbeiten, ja, 13 Stunden zusätzlich im Rahmen der einen Woche, arbeitet man in einer Woche 48 Stunden. Das heißt, man kann sich dann auch wieder ein Zeitguthaben aufbauen. Ja. Genau. Ich sag's euch gleich. Doren akzeptieren das. Ich sag's auch gleich, die Uni ist auf dem offiziellen Weg sehr unflexibel. Ich habe damals angefragt, was ich machen kann mit meinem Herpes Zoster, weil ich habe schon einen Urlaub gebucht gehabt, die ersten zwei Wochen gleich einmal gefehlt. Gott sei Dank war ein Feiertag dabei und ich habe nur 9 Tage gefehlt, nicht 10. Ja. Ich hätte ja arbeiten wollen, ich durfte nicht. Die Uni angerufen, gefragt, was machen wir jetzt? Was passiert, wenn ich jetzt irgendwo noch einen Fehltag habe? Das Angebot war, naja, Sie dürften ausnahmsweise Ihr 16 Wochen interne Tertial splitten und die anderen 8 Wochen dann nächstes Jahr im Herbst dranhängen. Ja, danke. Ja. Ich habe es dann mit Nachtdiensten wieder eingearbeitet, das fand ich irgendwie sinnvoller. Ja. Also macht es euch auch einfach bitte mit eurer Station aus. Okay. Gut, dann zu den Aufgabenstellungen. Wir haben ja schon gesagt, was sind eigentlich KPJ-Aufgabenstellungen? Wir haben uns jetzt angeschaut, was gibt es für Wahl- und für Pflichtteile. Wir gehen jetzt einfach nochmal einzeln durch. Okay? Angefangen wird es mit den Fallvorstellungen kurz. Die Beschreibung dazu ist, ihr müsst ein Dokument erstellen zu einem Patienten, den ihr gesehen habt, mit einem der folgenden 3 Punkte, 1 bis 3 der folgenden Punkte. Ja? Anamnese, Status und so weiter. Jetzt ist halt die Frage, ist es wahnsinnig sinnvoll, wenn ich jetzt so eine kurze Fallvorstellung nehme und dort nichts anderes reinschreibe, außer Diagnose, Doppelpunkt, Diabetes? Nein. Ja, ihr werdet euch nachher nicht mehr erinnern können, was das für ein Patient war, ihr werdet euch nicht mehr erinnern können, was ihr mit dem gemacht habt. Schreibt die kurzen Fallvorstellungen trotzdem so, dass sie Sinn ergeben. Zum Beispiel Anamnese, Status, Diagnose. Oder Befund, Diagnose, Differentialdiagnose, mit Gedanken, warum diese Differentialdiagnose oder weiteres Prozedere. Schreibt es vielleicht auch mal 4 Punkte statt 3. Ja? Das tut euch nicht weh, aber es hilft euch bei der Return Week. Weil wenn dann dort nur Diagnose, Doppelpunkt steht, ihr werdet nichts über den Patienten erzählen können. Ihr werdet keinen Plan mehr haben. Ja? Und ich kann euch wirklich nur empfehlen von der Return Week, ich habe es auch bei meinen Kollegen gemerkt, ein paar davon hatten absolut keine Ahnung mehr, wie der Patient ausgesehen hat. Ob der männlich oder weiblich war. Ja. Ich habe dafür relativ wenig Wissen vom Fachwissen her gehabt, aber ich habe mich an meine Patienten erinnern können. Und ich bin bei der Chirurgie dann sogar gelobt worden für meine Präsentation, weil ich habe zwar nicht viel Ahnung gehabt, aber ich habe dem Prüfer halt einfach erklärt, das war ein Patient, der war so und so alt, der war so und so schwer, der hatte halt Probleme mit der Wirbelsäule, ich habe den Patienten vor mir gesehen, ich konnte ihn einfach beschreiben. Ja. Und dadurch hat der Prüfer einfach das Gefühl gehabt, okay, gut, die weiß irgendwie, was sie da gemacht hat. Ob ich es wirklich weiß oder nicht. Naja, ja, ich habe es halt kompetent rübergebracht, schön und knackig, ich habe mich an den Patienten erinnert und ich habe meine Fälle so geschrieben, dass ich halt auch noch was nachschauen kann. Ja. Wichtig ist auch, ein Tipp, der mir auch geholfen hat, wenn ihr kein wahnsinnig gutes Namensgedächtnis habt oder Patientengedächtnis habt, macht euch irgendwelche kleinen Notizen dazu, die natürlich anonym sind, wodurch ihr euch aber trotzdem an den Patienten erinnern könnt. Ja. Das Alter, das Geschlecht, irgendwas, wo man jetzt nicht auf den Patienten zurückschließen kann, aber dass ihr für euch wisst, wer das war. Ja? Oder zum Beispiel die Dame mit den grauen Haaren und immer dem Chinastäbchen in den Haaren. Ich hatte so eine Patientin. Ja? Die habe ich mir nur deswegen gemerkt. Ich weiß bis heute, was sie hatte. Ja? Dann kann man sich das auch auf seinen Zettel draufschreiben. Chinastäbchen. Gut, dann ausführliche Fallvorstellungen sind sehr ähnlich. Allerdings müsst ihr alle dieser Punkte hier abhandeln. Das ist dann in der Mappe sogar noch ein bisschen ausführlicher. Ich würde euch empfehlen, über die Fälle wirklich gut Bescheid zu wissen. Weil die Prüfer sehen zwar nicht sehr viel von euren Listen und von dem, was ihr geprüft werden könnt, aber sie sehen schon, ob das ein Kurz- oder ein Langfall war. Und ich glaube, dass es auch den Prüfern bewusst ist, dass ein Kurzfall halt nicht ganz so ausführlich ist. Ein Langfall aber heißt schon ausführlicher Fall. Wenn ihr über den dann nur 3 Dinge sagen könnt, wird's blöd. Beim Kurzfall könnt ihr vielleicht noch irgendwie argumentieren damit, naja, das war nur ein kurzer Fall, da habe ich mir nicht so viel aufgeschrieben, das ist ein Jahr her. Beim Langfall wird dieses Argument nicht ziehen. Ja, wählt deswegen vielleicht auch nicht unbedingt den allerkompliziertesten Fall als Langfall. Wenn ihr auf einer Nephro seid, nehmt es nicht unbedingt Lupus. Ja, nur weil es cool ist bei Dr. House, es ist nicht einfach.
Ja? Man kann zwar dann Unmengen drüber schreiben, aber wollt ihr dann wirklich bei der Return-Week über Lupus geprüft werden? Ich habe es rausgestrichen. Ich hab bis heute keine Ahnung von Lupus, ich gebe es ganz ehrlich zu, aber ich werde auch Kinderpsychiaterin. Gut, Entlassungsbriefe. Wir haben vorher schon einen wunderschönen Entlassungsbrief gesehen, wie er aussehen soll, gleich. Es ist nicht an jeder Station möglich, dass ihr selbst Entlassungsbriefe schreibt. Auch wenn ihr bittet und bettelt, es gibt einfach Ärzte, die lassen euch keine Entlassungsbriefe schreiben. Und die lassen euch nicht euren Namen drunter schreiben. Versucht trotzdem, auf irgendeine Art und Weise an diesem Entlassungsbrief mitzuarbeiten. Zumindest daneben zu sitzen. Oder wählt wenigstens Entlassungsbriefe aus vom Patienten, wo ihr den Patienten gesehen habt und wo ihr den Patienten in irgendeiner Art und Weise mittherapiert habt, irgendwie dabei wart. Ja? Wichtig ist die Unterschrift des Mentors drauf. Nur ich sage euch, es hat einfach nicht viel Sinn, wenn ihr euch am Schluss dann 6 Entlassungsbriefe ausdrucken lasst, vom Mentor unterschreiben lasst und ihr kennt die Patienten nicht. Ja? Also auch wenn ihr selber keine Entlassungsbriefe schreiben dürft oder könnt, bitte wählt wenigstens Entlassungsbriefe von Patienten, die ihr mal gesehen habt. Ja? Wichtig ist die Unterschrift des Mentors drauf. Entlassungsbriefe schreiben dürft, ja, was glaube ich an den meisten österreichischen Abteilungen schon geht, dann schreibt eher zu viele als zu wenige, wenn ihr das dürft. Ja, weil wenn ihr 8 Entlassungsbriefe habt, dann habt ihr für alles genug. Weil ihr könnt aus jedem Entlassungsbrief einen Fallbericht lang, kurz, ein Rezept und was auch immer entwickeln. Der Vorteil ist aber, wenn ihr den Entlassungsbrief auch in der Mappe habt, habt ihr die Krankengeschichte des Patienten. Ihr könnt natürlich auch alles extra aufschreiben, das kann man auch machen, wenn man gerne Zetteln schreibt. Wenn man aber einfach sozusagen, das habe ich jetzt nie gesagt, effizient vorgehen wollen würde, könnte man auch sagen, man hat in jedem Tertial 8 bis 12 Entlassungsbriefe, versteht, was da drinnen ist, versteht, was da passiert ist, versteht, warum und wieso und eventuell schreibt man sich noch etwas dann handschriftlich auf diesen Entlassungsbrief für sich selbst dazu, ja, und dann entnimmt man einen Teil dieser Briefe für den Entlassungsbrief, Kategorie, einen Teil Fallbericht lang, einen Teil Fallbericht kurz und dann ist es wirklich einfach. Das hier sind übrigens meine Entlassungsbriefe aus allen Tertialen. Das ist ein ganz schöner Backen, ja? Aber es hat auch was gebracht. Das sind schon ein paar Zettel. So, da war eine Frage, genau. Ich habe sie einfach im Word geschrieben. Einfach deswegen, weil man auch direkt dann anonymisieren kann. Ihr könnt auch eine Ambulanzkarte zum Beispiel als kurzen Fall nehmen, wenn da ausreichend viel draufsteht und ihr dabei mitgearbeitet habt. Ja? Es muss ein präsentables Dokument sein, laut Mappe. Ob das ein handschriftlicher Zettel ist, eine Präsentation, ein Word, bleibt prinzipiell euch überlassen. Ja? Es gibt natürlich Prüfer, die euch dann auch fragen, mit welcher Medikation habt ihr den Patienten zum Beispiel nach Hause geschickt. Das ist dann einfach sinnvoll, das zu wissen. Ja? Ganz typische Frage zum Beispiel bei chirurgischen Prüfern. Wie lange geben Sie das Pantolog? Solange der Patient Schmerzmittel nimmt. Wie lange geben Sie das Lovenox? Solange der Patient immobil ist. Wie lange geben Sie das Schmerzmittel? Solange der Patient Schmerzen hat. Ja? Das sind an sich simple Fragen. Nur, irgendwo muss man halt auch wissen, warum gebe ich ein Lovenox und wie lange? Na, ich gebe es, weil er immobil ist. Das heißt, ich gebe es natürlich auch nur so lange, wie er immobil ist. Das ist eine Frage, die nicht unbedingt für ein Rezept kommen muss. Die kann auch bei einem Entlassungsbrief kommen. Ja, es kann beim Entlassungsbrief auch eine Frage sein, mit welcher Medikation, mit welcher Therapie habt ihr diesen Patienten heimgeschickt? Genau, die werden am Testatblatt unterschrieben. Das heißt, auf der Rückseite unterschreibt eigentlich auch der Fachkoordinator. Ich habe aber noch nie erlebt, dass sich ein Fachkoordinator so genau dafür interessiert hat, was vorn drauf steht. Das macht dann der Mentor. Genau, dann sprichst du da einfach mit deinem Mentor ab. Bitte? Dann ist das so. Naja, du bist doch der Notfall im Haus. Ja. Na, die
Notfall im Haus interessiert sich aber immer sehr für ihre kritischen Patienten. Und gerade der Toni Lackner fragt dann immer in der Morgensprechung zwei, drei Tage später, was ist jetzt aus dem Herrn Meier, dem Herrn Frau Müller und so weiter geworden? Wisst ihr da irgendwas? Und die guten Oberärzte, die guten Assistenzärzte und die Superstudenten, die wissen das dann wie aus der Pistole geschossen. Das ist schon richtig. Aber es geht einfach darum, wenn du bei der Returnic antrittst und du bist auf der Notfall und da steht dann, keine Ahnung, du hast einen Patienten aufgenommen mit Brustschmerzen und der hat, keine Ahnung, hohe Triglyceride gehabt und du hast Troponin D abgenommen und das Troponin D war normal und dann blieben halt noch die Triglyceride über, aber die Pankreasamylase war normal und dann habt ihr ihn halt zur Sicherheit auf eine Interne gelegt zur Beobachtung. Nicht? Und dann könnte ich der interne Prüfer fragen, was ist die Differentialdiagnose des Thoraxschmerzes, da musst du ein bisschen was zum Thoraxschmerz wissen und dann kommt die Frage, na also augenscheinlich habt ihr geglaubt, das ist eine Triglyceride schuld, was könnte man da machen? Was würde man sich da überlegen, ja, wenn das zum Beispiel dieser Fall wäre und dann wäre es halt gescheit, wenn du gewusst hättest, ja, man lässt den Patienten dann fasten und wenn die Triglyceride hoch bleiben, dann ist die Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass es eine familiäre genetisch bedingte Hypertriglyceridämie ist, aber in Österreich sind das in 90% der Fälle Fresser und Säufer. Ja, und in dem Moment, wo die fasten sozusagen, gehen die Triglyceride runter, ja, und der Pankreasschmerz vergeht und es muss nicht jede Pankreatitis Amylase oder Lipase haben. Aus, Fall gelöst. Das ist richtig, aber trotzdem kann dich der Prüfer fragen, was war deine Überlegung? Und du musst dann schon sagen, kannst du nicht sagen, ich habe ihn auf eine andere Station entlassen, weil er keinen Herzinfarkt hatte, sondern ich habe ihn auf eine andere Station entlassen, weil der hohe Triglyceride hatte, weil wir unter der Annahme Pankreatitis waren. Dann könnte ich der Prüfer fragen, warum haben Sie kein CT gemacht? Dann könnte die Antwort sein, na, weil er kein CRP hatte, weil er kein Fieber hatte, es gab keinen Grund, eine so hohe Strahlenbelastung zu machen, das wäre dann die korrekte Antwort. Also du musst schon den Fall durchdacht haben. Wir wollen einfach immer sehen, versteht ihr, was wir dann mit eurer Hilfe gemeinsam an den Patienten anstellen? Ja, das ist das, was wir eigentlich sehen wollen, dass ihr quasi mitdenken könnt, mitfühlen könnt, dass ihr lernt und versteht, was man mit dem Patienten zu tun. Darum geht es uns eigentlich. Und ja, ihr könnt nicht zu viel Infos in eurer Mappe haben. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel einen Entlassungsbrief von der Notfall reinheftest und dann aber nachher noch irgendwo siehst, ah cool, der ist noch im Haus und du druckst dir den Entlassungsbrief davon noch aus und legst ihn dir unter Optionales oder was drunter, dann sind das nur mehr Infos für dich, für die Prüfung. Ja, das wird dir niemals schaden. Ja, das ist überhaupt wichtig. Umso dicker die Mappe ist, umso besser. Es schadet euch nicht, eine dicke Mappe zu haben. Alles, was ihr an Infos habt, ist gut für euch. Bitte. Ich würde nicht empfehlen, aus einem Entlassungsbericht, wenn ihr ihn als Entlassungsbericht einheftet, auch eine Fallvorstellung zu machen. Ja? Er kann, ja, bei Optionales zum Beispiel, aber ich würde ihn nicht als Pflicht teilnehmen. Ja? Ausschließlich ein Excel. Ja? Also ich habe das auch nachher noch, es ist so, ihr habt hier vorne ein paar Seiten auch, wo dann so Unmengen steht, von wegen, ihr sollt da eintragen, was ihr für Themen habt. Upp. So schaut das aus. Wenn ihr irgendwas sieht, diese Mappe ist doch wirklich schwer nach einer Zeit. Ich empfehle euch, euch für zum Beispiel interne oder Chirurgie nur den internen oder Chirurgie-Teil in einen eigenen Schnellhefter zu geben und nicht jedes Mal die Mappe mitzuschleppen. Aus diesen hübschen Zetteln schreibt ihr dann all die Themen, wie ihr sie benannt habt, in so eine Excel-Liste, die ihr im Moodle-Kurs vorher vorgestellt bekommt, so eine Vorlage, und da schreibt ihr dann da rein. So schaut die aus. Ja? Ich komme dann auch nochmal dazu, weil es ist auch wichtig, wie man diese Themen benennt. Ja? Dann werden wir noch ein paar Beispiele uns dazu anschauen, weil der Prüfer hat bei der Return Week nichts anderes von euch außer diesem Wisch im Modul 2. Genau. Ja, bei der Modul 1 hat er eure Präsentationen. Sonst hat er nichts anderes als das. Ja, das heißt, es ist auch wichtig, wie ihr das Ding da nennt. Ja, aber da gehen wir nochmal dann ganz genau mit Beispielen darauf ein. Genau, bei der State-of-the-Art-Präsentation würde ich empfehlen, das habe ich euch auch dazu geschrieben, das als Handout-Zettel mit zum Beispiel 6 Folien pro Seite auszudrucken und die erste unterschreiben zu lassen. Für die Mappe. Bitte?
wenn du den Brief länger machst, als die Urologie möchte, wo du gerade bist und du da aber deswegen sozusagen nicht rausgeworfen wirst, steht dein Name auch drunter. Ja, du musst dich damit auch identifizieren. Mach es so, wie du es für richtig hältst. Be the change you want to be. Nur weil chirurgische Abteilungen glauben, ein Arztbrief braucht nicht länger sein als eine Viertelseite, ja, sehe ich als Internist natürlich ganz anders. Das ist beide. Soll ich einfach sozusagen das einmal für mich ausdrucken? Nein, nein, du machst das bitte nicht doppelt. Du machst das einmal, ja, und wenn du mehr schreibst, als die Kollegen von der Urologie wollen, hat dir jemals einer rausgestrichen? Also sie haben halt gesagt, ich soll dies und das nicht hinzufügen, weil es unmöglich ist und so weiter. Okay. In chirurgischen Briefen fehlt zum Beispiel immer das Datum oder sehr oft das Status des Patienten. Das finde ich irrsinnig interessant, weil der Patient dann nachher normalerweise einer Narkose unterzogen wird, weil er operiert wird, aber es steht nirgendwo der Status des Patienten. Also in den klassischen chirurgischen Briefen des Hauses zum Beispiel, das Mikrofon aber ab hoffentlich, ja, steht das zum Beispiel nicht drinnen. Wenn der Status nicht drinnen steht, in den chirurgischen Briefen, ist das egal. Können wir es auch immer alles argumentieren. Ja, wenn ihr bei der Return Week sitzt und der fragt euch jetzt nach dem Entlassungsbrief, nach dem Status. Ja, und das durftet ihr nicht in euren Brief reinschreiben. Dann sagt das dem Prüfer. Ja, dann sagt es ihm und versucht euch daran zu erinnern, was das für ein Patient war. Wenn du dich an den Patienten erinnern kannst, brauchst du keinen handschriftlichen Status. Du wirst dich vielleicht nicht mehr genau erinnern, wie laut das Systolikum war oder sonst was. Aber wenn du dich an den Patienten erinnerst, der auf der Chirurgie so reinkommt, weil er nicht mehr hatschen kann, ja, und mit der Wirbelsäule Probleme hat mit der Bandscheibe, dann merkt euch das. Weil dann könnt ihr das schon berichten beim Status. Ja. Dann könnt ihr vielleicht nicht genau sagen, er hat eine Vorfußheberschwäche, Kraftgrad, was weiß ich. Ja, aber ihr wisst trotzdem, okay, der hatte schon eindeutig Probleme beim Gehen, er hat schon eine Gehstreckenkürzung oder sonst irgendwas. Ja. Wenn ihr einen COPDler dort sitzen habt, der knallrot, das haben wir bei Ihrer Prüfung nämlich gehabt, Herr Professor, da haben Sie uns dann gefragt, na, wie schauen denn so COPDler aus? Ja. Da gibt es so große, breite, rotgesichtige, sitzen halt dann so da. Da brauche ich keinen Status. Genau, runter. Ja? Vieles in der Medizin ist eine Blickdiagnose. Eine Kollegin hat erzählt, sie muss jeden Tag, wo war das, auf einer Orthopädie, jeden Tag Hüftgelenksersatz machen. Du wirst ja schon den Watschelgang in all seinen Ausführungen beschreiben können. Also jeden Tag, wenn du in die U6 einsteigst, kannst du schon beschreiben, nur vom Beobachten der anderen Leute, die in der U6 herumlaufen, was die für eine Coxarthrose haben. Weil den Watschelgang wirst du schon in- und auswendig können, wenn du das ausnahmslos bei dir im Spital siehst. Ja, genau. Ich habe euch hier auch nochmal dazu geschrieben, wenn ihr nicht draufsteht auf dem Entlassungsbrief, ist die Unterschrift vom Mentor natürlich nochmal umso wichtiger als Beweis, dass ihr mitgearbeitet habt. Ja? Ja, bei allen Sachen bitte nur auf die erste Seite. Ihr braucht nicht jedes extra Kasblattl unterschreiben lassen. Ja? Beim Rezept jedes extra Blatt, das ihr dazu schreiben müsst und so weiter. Bei den Zuweisungen, da kommen wir auch noch dazu. Unterschreibt das erste Dokument, heftet die Sachen im schlimmsten Fall zusammen, Entlassungsbriefe zum Beispiel oder State-of-the-Art-Präsentationen. Es muss nicht auf jeder Seite die Unterschrift drauf sein. Ihr werdet sowieso am Ende des Tertials mit eurem Mentor da sitzen, weil die haben nie eine Zeit, das währenddessen zu machen. Ihr werdet am Ende des Tertials da sitzen und 4 Stunden lang unterschreiben mit eurem Mentor. Ja? Richtig, richtig, ja. Und wenn dreimal die Unterschrift von deinem Mentor anders ausschaut, weil er es einmal auf dem Tisch gemacht und hat und einmal am Knie, dann ist das auch so. Ja? Richtig, jede Aufgabe. Jede. Es wird alles unterschrieben, außer Extrablätter. Ja? Aber alles, was ihr macht, Entlassungsbriefe, Zuweisungen, es wird alles unterschrieben. Ja? Bitte. Ja, kann auch ein Kürzel sein. Ja? Hacks und Tops und Testatblätter. Gut, Zuweisungen. Wenn es möglich ist auf eurer Station, mit eigenem Namen drauf. Genauso wie beim Entlassungsbrief. Ging bei mir bei der Kinder zum Beispiel bei elektronischen nicht, weil die sind immer irgendwo im Nirvana verschwunden, im Wilhelminenspital. Die hätte dann nämlich jemand vidieren müssen, bevor es dann an die Radiologie geht. Das hat natürlich nie einer gemacht. Das haben sie auch gar nicht gewusst, dass das überhaupt so ist bei Studenten, dass die dann zum Vidieren sind und die verschwinden im Nirvana. Ja? Dann steht halt nicht euer Name drauf, aber die Unterschrift vom Mentor steht drauf. Und ihr wart dabei, wie diese Zuweisung entstanden ist.
Gut, dann. Ja. Ja, ich sage einfach jetzt ja. Warum? Es hat irgendwo einen Unterschied, wenn du jetzt auf das CT draufschreibst, der Patient hat dies und dies und das. Und deswegen schickt man ihn zum CT. Oder wenn du halt am Schluss dich nochmal hinsetzt und für dich selber überlegst, was bringt das CT jetzt in dem Fall? Ja? Das ist nämlich das, worauf dieser Extrazettel hinaus will. Ja? Da steht drinnen, ihr sollt begründen können, warum ihr diese Untersuchung ausgewählt habt. Warum mache ich die Untersuchung bei diesem Status, bei diesen Werten? Ja? Warum ist die zielführend? Das heißt, einfach nur drauf zu schreiben, naja, weil der halt, weil wir ihn halt hingeschickt haben, ja? Das wird nicht viel bringen. Ihr müsst das argumentieren können. Genauso wie ihr diese Risiko-Nutzen-Überlegungen argumentieren könnt. Ich habe es mir da relativ klipp und klar und kurz gemacht, ja, und habe zum Beispiel dann draufgeschrieben, habe einen Patienten gehabt mit einer Mesonef-Fraktur auf der internen, also einer Knöchelfraktur, und wir haben ihn auf die Unfallchirurgie geschickt. Ja? Warum? Na, weil wenn man sich's nicht anschaut und der Gips schlecht liegt, dann heilt das vielleicht schlecht zusammen. Ja? Was hat das jetzt für Risiken für den Patienten? Röntgenstrahlung, minimale Strahlenbelastung. Ja? Zusätzlich im Wilhelminenspital das Problem, dass man den Patienten durch den Schnee schippern muss. Auch eine Belastung für den Patienten. Ja, weil das ist ja alles irgendwo auf einzelnen Pavillons. Nutzen hingegen super, weil wenn der angeschaut wird und alles passt nachher, dann kann er wieder hatschen. Ja? Kosten, wenn wir eine Radiologie haben auf der Station, nicht viel. Ja? Also das sind einfach Überlegungen, die ihr euch selber machen könnt. Zum Beispiel schon schwieriger auf dem Wilhelminenspital, wenn ihr ein psychiatrisches Konsil braucht und extra der Psychiater aus dem OWS kommen muss. Ja, muss man sich halt alles überlegen. Bitte. Theoretisch ja. Es wird vorgeschlagen von der Uni in der Mappe, dass ihr nehmen könnt Zuweisungen zur Labormedizin. Wenn wir ehrlich sind, machen wir die heutzutage nur noch so. Also ich habe es eigentlich nie gemacht, dass man wirklich noch so einen Zuweisungsbogen ausfüllt für die Labormedizin. Ich habe es nicht gebraucht, ja, aber ist ein Beispiel. Histopathologische Befunde, bildgebende Verfahren, Röntgen, MR, CT, ihr werdet von den Unmengen kriegen. Ja. Konziliaranforderungen. Jedes Mal, wenn der Dermatologe kommt, weil ein Patient auf der internen sich schon wieder Wund gelegen hat oder so. Das sind alles Konziliaranforderungen. Ja. Und genauso Gastro und so, das werdet ihr tausende Male haben. Da werdet ihr kein Problem haben, die Zuweisungen zusammenzukriegen. Der Extrazettel muss nicht unterschrieben sein, den könnt ihr auch 2 Wochen vor der Return Week machen, wenn ihr unbedingt Lust habt. Aber ich würde empfehlen, es direkt zu machen. Sehr empfehlen, den Zettel direkt zu machen, weil es beim Zettel ja darum geht, dass ihr euch überlegt habt, warum, wieso, weshalb. Also wenn wir zum Beispiel bei den beiden Patienten bleiben, vor allem auf der Notfall imaginiert hatten, nehmen wir mal an, die Dame hätte doch einen Troponin-T gehabt, dann wäre die Frage gewesen, warum, weshalb und wieso würde man sie zum Herzkatheter schicken. Dann schaltest du eine Herzkatheterzuweisung aus, okay, das ist dann sozusagen das, was du gemacht hast, aber gleichzeitig musst du dir die Frage stellen, ist jetzt der Herzkatheter die richtige Untersuchung, warum, wieso, weshalb, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil. Und das ist, glaube ich, besser, dass man sich das erarbeitet am Tag, wenn man die Zuweisung geschrieben hat, als dann 6, 8 oder 12 Wochen später. Da könnte es dann tough werden. Genau. Rezepte. Bei Rezepten braucht ihr ebenfalls einen Extrazettel. Auf dem Extrazettel muss wieder drauf sein, warum dieses Medikament oder diese Therapie. Dosierung, Dauer, Nebenwirkungen, Kontraindikationen, Interaktionen, Gravidität, Stillen. Fällt euch auf, dass das genau die gleiche Reihenfolge ist wie im Austria-Kodex? Nur ein ganz kleiner Hinweis. Ja? Den gibt es momentan nur noch digital. Ich habe ihn auch noch als Buch zu Hause. Man findet auch im Internet sämtliche Beipackzettel des Medikaments, wenn man es ergoogelt. Dort kriegt ihr diese Infos her. Ja, in exakt der gleichen Reihenfolge. Schaut es euch trotzdem an und macht es nicht nur Copy and Paste, weil ihr werdet dazu geprüft. Ihr Studenten eigentlich das Diagnosia.com noch gratis oder nicht mehr? Kriegen wir es noch gratis sogar? Diagnosia, das sind ja Ex-Medizinstudenten von der Med-Uni, die sich dann selbstständig gemacht haben. Da gibt es ein relativ praktisches Pharmazie-App, was es in vielen Krankenhäusern gibt. Aber ich weiß nicht, ob es den Studierenden noch offen steht. www.diagnosia.com. Kriegt ihr das noch? Gut. Sehr kriegt gut. Ihr das noch gratis als Studierende? Na bitte, dann einfach das. www.diagnosia.com. Ja, die Kollegen, die das erfunden haben, freuen sich. Sind ein paar Semester über euch gewesen, wenn es noch gratis ist. Bei der Prüfung kann ich euch nur trotzdem sagen, es geht jetzt nicht mehr darum, dass man jetzt 100% genau weiß, wie jetzt welches Chemotherapeutikum an welchem Punkt exakt ansetzt. Aber was ihr halt wissen solltet, ist,
warum kombiniere ich dieses und jenes Medikament nicht miteinander? Weil beide eine QT-Zeitverlängerung machen, zum Beispiel. Ja? Was irgendwie blöd ist. Ja? Oder worauf muss ich achten? Na, ich muss zum Beispiel ein EKG machen, weil ich weiß, dass es die QT-Zeit verlängern kann. Ja? Oder ebenso Dinge wie, warum gebe ich einen Magenschutz bei NSAR? Ja, logisch, ganz logisch. Natürlich wird auch ein bisschen gefragt werden, so, wie funktioniert das Metformin jetzt eigentlich? Warum geben wir das? Was tut das jetzt? Ja, aber es ist keine Pharmakologieprüfung mehr. Das Ganze, die Return Week, dürft ihr euch bitte nicht vorstellen wie Pharmaseminar. Pharmaseminar war die Hölle. Ich kann mich nur noch erinnern an Angst, Schweiß, Horror, weinende Männer, die weinend aus dem Saal gelaufen sind. Ja. Die Return Week ist im Gegensatz dazu ein Kaffeeklatsch mit eurem Professor, ja, wo ihr euch hinsetzen könnt und erzählen könnt, was habt ihr gemacht, was habt ihr erlebt, was habt ihr gesehen. Es kommt sehr darauf an, wie gut die Kolleginnen und Kollegen vorbereitet sind. Das ist nicht immer ein Kaffeeklatsch. Ich war beim Freismut. Genau. Ja, also im Gegensatz zum Freismut. Von der Return Week. Definitiv sitzen, plaudern, wie es war, im Vergleich dazu. Ja. Natürlich ist die Return Week kein Kaffeeklatsch, aber wir müssen uns auch nicht mehr 6 Monate vorher hinsetzen und hoffen, dass wir alle Antibiotika irgendwie in unser Hirn reinkriegen. Ja? Relax. Gut. Es ist auch nicht unbedingt zu empfehlen, die allerkompliziertesten Medikamente rauszunehmen, die ihr irgendwie findet. Ich hatte da, sehe ich hier gerade wunderschön, einen Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel. Ja, wenn ich da jetzt alle Medikamente dazu gewusst hätte, das wäre eine eigene Woche nur zum Lernen gewesen. Ja? Beispiele auch dazu, wie man die am besten benennt. Ich habe zum Beispiel auf der Chirurgie halt leider Gottes tausende Male Lovenox, Pantolog, NSAR. Chlor. Ja? Was habe ich halt dann gemacht? Ich habe halt eines meiner Rezepte auf dieser Themenliste genannt, Lovenox, Pantolog, NSAR, welches auch immer ich dann genommen habe, Mexalem, Pacemet, was auch immer. Ja? Das zweite habe ich halt dann genannt, Entlassungsmedikation bei Schmerzen oder nach OP. Ja, waren fast die gleichen Medikamente, das war es der Prüfer nicht, ja, dann müsst ihr was dazu sagen können. Ihr müsst es halt einfach dann erklären können, was ist eine Entlastungsmedikation nach einer Wirbelsäulenoperation. Ja. Ich habe euch auch ein Beispiel noch mitgebracht, das könnt ihr euch gerne nachher in meiner Mappe anschauen, ich habe sie ja mit dafür, aus dem Chirurgietertial, wo ich eigentlich überhaupt keine Rezepte geschrieben habe. Ich habe es dann so gemacht, dass ich mir die Entlassungsbriefe der Patienten, die ich gesehen und gekannt habe, hergenommen habe, mir ein leeres Rezeptblatt genommen habe, den Namen des Patienten nie draufgeschrieben habe, weil den musste ja sowieso wieder anonymisieren, sondern einfach einen schwarzen Balken gemacht habe und die Rezepte aus dem Entlassungsbrief abgeschrieben habe. Ja, weil ich durfte keine Rezepte schreiben. Na, dann nimmt man sich halt so einen leeren Medikation, so einen Rezeptzettel, die liegen eh überall herum und schreibt eure eigenen. Sinnvolle, am besten echte. Ja, also von echten Patienten. Und eines habe ich gemacht, weil wir eben so wenige Rezepte hatten, das war eine Abschrift einer Kurvenverordnung. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Medikament gehabt, das 5-Aler, das gibt man ausschließlich 4 Stunden vor Operationsbeginn, weil es Hirntumore bei der OP zum Leuchten bringt. Werde ich dieses Rezept jemals einem Patienten mit nach Hause geben? Nein. Ja, weil 4 Stunden vor der Operation ist er hoffentlich schon bei uns auf der Chirurgie. Das heißt, dieses Rezept wird ausschließlich in der Kurve angeordnet. Schade aber eigentlich, dieses coole Medikament, das Tumore zum Leuchten bringt, was ja cool und geil ist, ja, nicht in die Return Week mit reinzunehmen. Also macht man eine Abschrift der Kurvenverordnung. Schreibt man halt dann drauf, Patient, Initialen, männlich, so und so viele Jahre. Und dann schreibt man halt drauf, 5-Aler Doppelpunkt, 45 Milliliter per Os. Ja, Signatur um 6 Uhr in der Früh, 4 Stunden vor OP-Beginn. Und dann halt noch dazu zum Beispiel ein Elomel, 500 Milliliter IV, weil das gibt man halt dann IV. Ja. Und als Begründung bei Resektion einer Metastase linksfrontal bei vorbekannten Melanom präoperativ 4 Stunden vor geplanten Operationsbeginn. Das Ganze unterschreiben lassen, Stempel drauf, ist ein Rezept. Ja? Ihr könnt ja nur nicht die Kurven mitnehmen. Das heißt nicht, dass ihr nichts aus einer Kurve verwenden könnt. Alles klar? War das logisch? Gut. Auch dazu habe ich dann natürlich noch einen Extrazettel gemacht, was das Kliolan eigentlich ist. Und wenn man das gibt, dann habe ich halt das gleiche nochmal draufgeschrieben, dass man das halt 4 Stunden vorher gibt. Wurscht. Ist ein Rezept, ist ein Extrazettel dazu. Gut, was ich mich gefragt habe, während meines ganzen KPJs, was ist eine Zuweisung zur Physiotherapie? Ist das eine Zuweisung oder ist das ein Therapievorschlag? Ich würde jetzt eigentlich mal behaupten, es ist ein Therapievorschlag in der Chirurgie. Weil mit Zuweisung ist eigentlich gemeint die Zuweisung zu einer Untersuchung.
Irgendwo ist mir trotzdem eine Physiotherapiezuweisung bei den Zuweisungen reingerutscht und es ist nicht aufgefallen. Ja. Aber ich würde mal behaupten, Zuweisung zur Physiotherapie, genauso wie zur Psychotherapie, ist ein Therapievorschlag. Gut, State-of-the-Art-Präsentationen. Die Uni möchte hier, dass wir ein Thema wählen mit Bezug zu einem Patienten, den wir mitbetreut haben und die aktuelle Forschungsarbeit passend zu diesem Fall zu präsentieren. Ich finde das in der KPJ-Mappe nicht sehr schön dargestellt. Dort stehen nämlich zuerst diese angeführten Bereiche, Epidemiologie und so weiter, wo ich mir bei meiner ersten Präsentation gedacht habe, ah, das ist die Gliederung, so soll das ausschauen. Ja, Epidemiologie, Ätiologie, Diagnostik, bla bla bla. Ist es nicht. Was sie nämlich wollen, da steht dann erst drunter, ist da oben die Gliederung. Ein Fall, also eine Folie für den Patienten, ein Lernziel, dann den aktuellen Stand der Wissenschaft aus einem der Bereiche. Das heißt, ihr müsst nicht den aktuellen Wissenstand aus der Ätiologie und aus der Diagnostik und aus der Pathogenese bringen. Ja? Es reicht eins davon. Ja? Weil ich das auch erst so spät überrissen habe, dass das, was ich da eigentlich gemacht habe, und zwar dieses da unten als Gliederung zu nehmen und das zu präsentieren, eigentlich jetzt gar nicht so unbedingt das war, was sie wollten, habe ich dann in der Chirurgie dann einfach kurzerhand beschlossen, jetzt mache ich das anders und habe mir dann zwei Paper rausgesucht zur Foramenstenose und habe dann einfach eine Präsentation darüber gehalten, wo ich das Ergebnis dieser Studie präsentiert habe. Das wäre eigentlich eine State-of-the-Art-Präsentation. Ja? Nur so exakt sind die Vorgaben nicht. Bitte. Naja, ich habe natürlich die Foramenstenose genommen, weil ich Patienten mit Foramenstenosen hatte. Ja? Also schon auch irgendwo ein bisschen logisch wählen. Operationsmethode ist auch okay. Würde ja zählen zu, wo haben wir es denn? Operative Therapie. Aktueller Wissenstand der operativen Therapie. Ja, auch wenn das, was ich jetzt da unten hingeschrieben habe, in der Mappe oben steht und das sehr verwirrend ist, ihr braucht den konkreten Patienten, die Zielsetzung, den aktuellen Wissensstand, die Take-Home-Message und das Literaturverzeichnis. Ihr braucht nicht alle Punkte, die da unten stehen, so wie ich das mühsamerweise gemacht habe. Ja? Außerdem dauert eine Präsentation 20 Minuten. Ich würde es empfehlen, auch wenn es nicht überall geht, dass es sie auch wirklich präsentiert. Ja? Geht leider nicht immer. Aber es hilft schon. Auch die Fallvorstellungen, wenn es irgendwie geht, die in der Morgenbesprechung zu besprechen oder andersrum. Ich musste immer meine Aufnahmen vom Vortag in der Morgenbesprechung vorstellen, na dann nehme ich das auch als Fall. Bitte. Also, jetzt nochmal, um das genau zu fragen, es würde reichen, wenn ich jetzt zu irgendeinem Krankheitsfall reingehe, die Epidemiologie und die Public Health Aspekte runter ja. erzähle. Und sonst eigentlich, also das wenn du da den aktuellen. Genau, wenn du den aktuellen Stand der Wissenschaft, weil sich da was verändert hat, weil es neue Public Health Aspekte gibt, die jetzt irgendwie neu rausgekommen sind und du brauchst darüber eine 20-minütige Präsentation, alles cool. Und die Dauer, ist das denn lieber zu wenig oder lieber zu viel, lieber knapper oder lieber noch ein, zwei Minuten anhängen? Also je nachdem auch, wie halt die Möglichkeiten an der Klinik sind. Ja? Aber alles, was du mehr drin stehen hast, sind Dinge, die du mehr weißt. Ja, das kann dir niemals schaden. Nein, nein. Du musst dir überlegen, wenn du es deinem Mentor präsentieren willst, ja, und das soll 20 Minuten dauern, du bist Student, die Studierenden sind normalerweise nicht so im Parforschritt, sozusagen, auch wenn es State-of-the-Art-Präsentation ist. Das heißt, es werden maximal 20 Folien sein in 20 Minuten und das ist das, was du da abbilden kannst. Du wirst ja jetzt nicht in 20 Minuten 40 oder 60 Folien videoclipartig durchpauken. Das wirst du nicht machen. Bitte? Das kann eine Präsentation aus allem sein, was auch immer du hast. Theoretisch sogar aus einem Rezept. Ja? Ich habe zum Beispiel State-of-the-Art-Präsentationen auch genommen für meine Präsentationen bei der Return Week, weil ich mich mit denen einfach besonders viel auseinandergesetzt habe. Beziehungsweise auf der Neurochirurgie eine State-of-the-Art-Präsentation über mein eigenes Diplomarbeitsthema gehalten habe. Da wäre ich schön blöd, wenn ich das nicht auch bei der Return Week nehme. Ja? Weil es wird kaum jemanden geben, der sich besser über AVMs vom Gamma Knife auskennt als ich. Punkt. Ja? Also überlegt euch halt auch einfach, welche Dinge sind kompliziert, aber ihr rockt es, dann könnt ihr es gerne nehmen. Ja? Dinge, die super kompliziert sind und cool sind, aber ihr habt keinen Plan davon, würde ich nicht nehmen. Ja? Bitte. Das ist eine gute Frage. Ja.
Kommt aufs Thema an. Ja. Ja, also zum Beispiel wäre halt die Zielsetzung oder das Lernziel, ich möchte jetzt eben auch den neuesten wissenschaftlichen Aspekt über die chirurgischen Methoden haben. Ja? Keine Ahnung, du bist zum Beispiel auf einer Herzchirurgie oder Kardiologie, ja, und da hat sich ja bei den Aortenstenosen in den letzten Jahren sehr viel geändert. Man kann jetzt auch sozusagen leichte Aortenstenosen mit niedrigem Risiko bereits mit einer DABI-Versorgung brauchte nicht mehr offen operieren. Da gab es Publikationen, die da sozusagen in den letzten 9 Monaten alles komplett geändert haben. Und wenn jemand von euch auf einer Herzchirurgie oder einer Kardiologie wäre, dann wäre das sicher eine sehr einfache State-of-the-Art-Präsentation, dass man 1 oder 2 oder 3 dieser New England Papers, die es in den letzten 9 Monaten gab, die quasi Medizingeschichte geschrieben haben, einfach hernimmt und sagt, ja, ich habe einen Fall gehabt mit einer Aortenstenose, das war der Herr XY, 72 Jahre alt, klassische Risikosituation, er hat eine Aortenstenose gehabt, war mit einem niedrigen Risiko und dann gab es eine Publikation im New England, das ist dann quasi schon Folie 3 und 4, da ist das und das rausgekommen, daher war die Diskussion, ob man nicht auch diesen Patienten als seinen Patienten auffasst, dann haben wir uns angeschaut, wie haben die Patienten in der Studie angeschaut, wie schauen seine Charakteristika aus, entspricht er den Studienpatienten und er hat den Studienpatienten entsprochen und deswegen ist er dann nicht offen operiert worden, sondern hat nur einen transfemorale Aortenklappen-Stent bekommen und das sind die Literaturverdienste, die 3 Papers, die das bewiesen haben, aus. Das wäre quasi ein Spaziergang, da hättest du gar nichts zum Arbeiten, unter Anführungszeichen, außer dass du während dieser wissenschaftliche Fortschritt passiert ist, auf der jeweiligen Abteilung hättest sein müssen. Also muss ich das Leben nicht kompliziert machen. Gut. Fortbildungen. Sinn dahinter ist, weil das jemand gefragt hat, ist irgendwas oft kam die Stimme, was ist der Sinn dahinter? Der Sinn dahinter ist, dass wir das Gefühl haben, dass ihr euch für Aktualität interessiert. Ja, dass ihr nicht nur irgendwelche Bücher auswendig lernt, ja, sondern dass ihr auch up-to-date sein wollt. Gut. Fortbildungen. Was gilt als Fortbildung? Ja, das Erste, was man mal dazu sagen muss, das ist wichtig, das habe ich hier reingeschrieben, als Pflichtteil gelten ausschließlich Weiterbildungen und Turnusarztfortbildungen. Jetzt ist immer so ein bisschen die Frage, was ist eine Weiterbildung und eine Turnusarztfortbildung? Ja? Einmal alles, wofür ihr DFB-Punkte bekommt. Überall, wo irgendwo ÖRK draufsteht. Ja, das ist eine Turnusarztfortbildung, eine Weiterbildung. Ihr müsst deswegen ein bisschen aufpassen, weil halt manche Präsentationen, ich meine, wie ihr das dann wirklich genau den Titel dann nennt, ob das, wo ihr es reintut, ist schon ein bisschen eure Sache. Ja? Aber Pflichtteil sollte eine richtige, gescheite Fortbildung sein. Ja, also, weil es da auch manchmal Diskussionen gibt, es gibt bei jeder von der DFB, also DFB-bepunkteten Fortbildung, gibt es eine Nummer. Gibt es eine genaue Nummer, die die österreichische Ärztekammer vergibt für diese Fortbildung. Und vielleicht ist es kein Fehler, wenn manchmal Studierende so komische Zetteln dann bringen, wo eine Unterschrift von angeblich irgendwem drauf ist, der angeblich bezeugt, dass man angeblich irgendwo war. Und das ist dann kein Problem, wenn man Modul 1 und 2 super ist. Wenn aber die Mappe sehr dünn ist, dass Modul 2 scheiße ist und man dann im Modul 3 um sein Überleben rennt, ist es dann besonders blöd, ja, wenn man dann angeblich bei einer Fortbildung über Hypertonie war und nicht weiß, was in 90% die Ursache der arteriellen Hypertonie in Österreich ist. Weil dann stellt sich natürlich schon die Frage, sagen Sie, Herr Kollege, bei welcher Fortbildung sind Sie da gewesen? Wer hat denn das gehalten? Wo ist denn das gewesen? Können Sie das belegen? Und dann kommt so ein Kastzettel mit irgendwas. Ja? Also bei jeder Fortbildung, es muss auf jeder in Österreich gehaltenen Fortbildung, die DFB-Punkte hat, steht auf dem Folder, auf der Einladung drauf, genau welche Nummer das ist. Da gibt es immer eine Nummer. Schreibt euch das auf. Wäre ein Tipp. Ein ganz wichtiger Tipp, um die Wahlpflichtteile der Fortbildungen vollzukriegen, sind State-of-the-Art-Präsentationen eurer Kollegen. Ihr seid ja meistens nicht allein auf der Klinik. Ihr seid ja meistens nicht der einzige KPJler. Und jeder muss irgendwie mindestens 2 State-of-the-Art-Präsentationen halten in diesen 16 Wochen. Setzt euch dort rein. Hört euren Kollegen zu. Nehmt das als Wahlpflichtteil. Die Kollegen freuen sich auch, wenn sie es nicht umsonst halten müssen. Ja? Und ihr könnt dann sofort in jedem Tertial schon mal State-of-the-Art-Präsentationen, Wahlpflichtsachen sammeln. Ja? Und genauso andersrum. Ladet eure Kollegen zu euren State-of-the-Art-Präsentationen ein und unterschreibt das denen als Vortragender. Ja? Bitte. Ich habe mehrere Möglichkeiten gehabt, wie ich das gemacht habe. Im CAF zum Beispiel kriegt ihr einen Zettel, mehrere Zettel, mit ein paar so Fortbildungen, die sie ganz gern hätten, dass ihr sie macht, die nicht mappenrelevant sind. Ob es die dann macht oder nicht, ist euch überlassen. Und hinten drauf ein nicht ausgefülltes Excel mit 3 Spalten. Ja, das ist dann Datum, Titel, Unterschrift.
Und wenn du dann da halt reinschreibst, State of the Art, Thema so und so, Datum so und so und deinen Kollegen das unterschreiben lässt, gilt das. Ja? Ein Kollege von mir hat, das war wirklich wunderschön, mit dem MOW-Logo und dem AKH-Logo uns Teilnahmebestätigungen gemacht. Ja, wirklich, das war toll. Amtsanmaßung ausgelegt. Da steht dann Teilnahmebestätigung an einer State-of-the-Art-Präsentation anhand von konkreten Patienten. Jeder schreibt seinen Namen, Matrikelnummer, das Thema rein und entweder der Mentor oder der Vortragende unterschreibt das. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich war auf einer Konferenz dabei und hatte keinen Zettel, gar nichts mit. Dann bin ich zum Vortragenden gegangen mit meinem Zettel und habe draufgeschrieben, ich bestätige hiermit, dass die Studentin Acker Iris an dem und dem Ding teilgenommen hat. Und dann hat er darunter unterschrieben. Passt auch. Ja? Was wichtig ist, also ich möchte noch ganz kurz noch die Liste durchgehen, was ihr noch so für Fortbildungen machen könnt. Es gibt Online-Fortbildungen, es gibt Journal Clubs, heißt, wenn da irgendwelche Assistenzärzte sich vielleicht einmal wöchentlich treffen, um irgendwie mal so durchzugehen, was ist da eigentlich Neues in der Wissenschaft, setzt es euch dazu, bringt schon wieder Punkte. Ja? M&M-Konferenzen, wenn es auf der Chirurgie sowas gibt, Morbidity- und Mortality-Konferenzen, was ist schiefgegangen, haben wir einen Patienten umgebracht, ja? Finden auf der Neurochirurgie zum Beispiel einmal im Monat statt, setzt es euch dazu, bringt Punkte. Ja? Auch halbtägige Fortbildungen, die können extern sein, die können intern sein, ihr könnt zum Knüpfkurs gehen, zum zweitägigen, kriegt Punkte dafür, ja? Zum EKG-Kurs, zum halbtägigen, kriegt Punkte dafür. Vielleicht wird intern einmal ein ganzer Fortbildungstag oder ein Workshop angeboten. Ihr könnt überall teilnehmen, bitte. Ja. Ja, für Stunden nämlich. Ja. Mehrere. Ja, genau. So, jede Fortbildung. Am besten ist, wenn der Kongress eh DFB bepunktet ist, weil dann kriegst du genau die DFB-Punkteanzahl in Stunden sozusagen. Ja, ja, sicher. Du kriegst 18, genau, kriegst 18 Stunden. Ja, ein paar Online-Fortbildungen. Also es gibt von der Radiologie die Webinare, die sind sehr zu empfehlen, die sind wöchentlich. Weil ganz, also zumindest in meinem Jahrgang war es so, am Ende haben dann einige noch gefragt, ja, was kann ich jetzt noch schnell machen? Mir fehlen, keine Ahnung, 2, 3 Fortbildungen und ich brauche schnell welche. Die Webinare, wenn man die regelmäßig macht, hat, dann kommt man gut drüber. Wie die Iris gesagt hat, alles, was DFB-Punkte oder österreichische Ärztekammer oder Ärzteakademie draufstehen hat, kann man verwenden. Und da gibt es, wenn man sich, ein bisschen Werbung jetzt vielleicht, aber viel Gesundheit, wenn man sich dort registriert, da kann man online auch so zertifizierte Fortbildungen machen. Also, dass man sich quasi ein Lehrvideo anschaut, dazu ein paar Fragen beantwortet, das kann man sich dann ausdrucken, das kann der Mentor unterzeichnen. Das kann man auch, also im Normalfall kriegt man eh genug Fortbildungen, aber wenn es einmal nicht so ist oder wenn am Ende was das knapp wird, kann man sowas auch machen, damit man schnell noch zu den Punkten kommt. Ansonsten sehr zu empfehlen ist, falls ihr das vielleicht schon mal gehört habt, MEDEC, Medical Education, das ist vom Roten Kreuz, die Fortbildungsgesellschaft, die veröffentlichen, also ich würde die Facebook-Seite einfach liken, die haben immer wieder Events, ganz tolle Fortbildungen, eben solche Sachen wie EKG, Kindernotfälle, also Sachen, die man immer wieder brauchen kann. Die Ärztekammer macht relativ viel, die macht sogar einen Turnusvorbereitungskurs, der eigentlich auch sehr gut fürs KPJ passt, läuft jetzt gerade, wird wahrscheinlich irgendwann im Frühjahr auch wieder einer laufen. Was ich vorher angesprochen habe, der Alumni-Club macht Fortbildungsveranstaltungen, also es gibt sehr, sehr viele und ansonsten halt Kongresse, einfach was Spaß macht. Tipp ist auch noch zum Beispiel, die meisten großen Lehrkrankenhäuser bieten wöchentlich interne Fortbildungen an zu dem Fach, in dem ihr gerade seid. Problem ist, manchmal haben die eine Sommerpause. Ja, ich hatte das Problem zum Beispiel auf der Kinderpsychiatrie, die haben zwar prinzipiell immer wöchentlich solche Fortbildungen, aber nicht im August. Ja, blöd. Ich habe aber dann das Glück gehabt, dass eine meiner Mentorinnen, ich hatte auch öfter schon mal mehrere Mentoren, also falls das mal eine Frage ist, auch das ist möglich, ja, war selbst KPJ-Studentin vor ein paar Jahren und hat ihre Präsentationen noch am KPJ-PC dort gehabt, also am KJP, Kinderpsychiatrie-PC dort gehabt. Und hat dann zum Beispiel gemeint, wenn du jetzt keine Fortbildungen zusammenkriegst, dann weißt was, dann setzen wir uns zusammen und ich zeige dir mal meine Präsentationen von damals und ich erkläre dir die und dann unterschreibe ich dir das auch als Fortbildung.
Ja, redet mit euren Leuten, redet mit den Oberärzten, mit den Assistenzärzten, im schlimmsten Fall mit dem Primar. Es gibt immer Lösungen. Okay? Ja. Doch, der Laufzettel vom KAF zählt dann, wenn neben jeder Fortbildung, die du besucht hast, die Unterschrift des Vortragenden ist. Diese Sammellisten zählen dann nicht, wenn überall nur Datum und Titel steht und ganz unten die Unterschrift vom Mentor ist. Das zählt nicht. Sammellisten, wo jedes Mal steht Art der Fortbildung, Titel der Fortbildung, Datum, Unterschrift und jede einzeln unterschrieben wird, zählen. Ist das klar? Ja. Außer du hast sie auf einem Zettel, hast jedes Mal unterschrieben Vortragender, Vortragender, Vortragender und ganz unten unterschreibt einmal der Mentor. Okay? Noch einmal. Medizinrelevant, aber nicht fachspezifisch. Heißt zum Beispiel im KAF, wenn Sie möchten, dass Sie unbedingt die Feuerschutz, was weiß ich, macht, bringt euch das leider nichts für die Mappe. Das Thema Radiologie zählt, auch wenn ich auf einer Kinder sitze. Ich kann auch auf einer Kinder sitzen und mir Gyn anschauen oder Hämato-Onko oder sonst irgendwas. Es muss eine medizinisch relevante Fortbildung sein. Noch ein Tipp, wenn ihr, aber das ist nichts fürs Internet. Wenn bei so einer DFB-Fortbildung so ein DFB-Zettel durchgeht, wo sich alle mit ihrer Ärztenummer reinschreiben und unterschreiben, dann schreibt ihr euren Namen rein und unterschreibt auch. Ja? Auch wenn es euch für die Mappe nichts bringt. Ihr unterschreibt jeden DFB-Zettel, den ihr kriegt. Viel Spaß, klar. Ja? Nur, also Labormedizin zum Beispiel geht auch noch, das ist so ein Punkt auch auf dem KAF. Zettel, aber Brandschutz halt nicht. Medizinrelevant. Ja, genau. Jetzt hatten wir noch die Frage, was sind eigentlich Keks und Tops? Das sind so wunderhübsche Zettel da drinnen. Wir haben die auch im Ansichtsexemplar. Das sind so kleine Überprüfungen, die müsst ihr alle 14 Wochen machen. Ja, der Unterschied zwischen, alle 14 Tage, ja danke, der Unterschied zwischen Keks und Dops ist der, dass bei Keks, das sind mehr so Sachen, die so Anamneseerhebung und so, Dinge, wo man ein bisschen denken muss, Dinge, wo man ein bisschen reden muss und Dops, das sind so Sachen, die muss man machen, das ist zum Angreifen. Ja? Also ein Beispiel, ich kann die Interpretation einer Blutgasanalyse als Keks machen. Ich kann die Abnahme einer Blutgasanalyse als DOPS machen. Ja, weil da werde ich darauf benotet, habe ich das jetzt gut abgenommen? Beim Keks werde ich benotet, habe ich das verstanden? Ja, ein Beispiel dazu, wenn ihr so überhaupt keine Ahnung habt, was ihr da eigentlich jetzt machen sollt als Keks und DOPS, sind die Ausbildungspläne. Das findet ihr auf der KPJ-Med-Uni-Seite. Ganz rechts ist so ein kleiner Ding mit Lerninhalte. Da gibt es dann noch ein kleines Ding mit Ausbildungspläne. Da gibt es dann bei Wahlfächer. Zu jedem Wahlfach, zu jedem Fach, das ihr irgendwie machen könnt, also auch zu den Pflichtsachen, aber steht halt alles schön unter Wahlfach, so einen Ausbildungsplan. In dem steht einerseits drinnen, was ihr ungefähr können sollt, was ihr ungefähr machen sollt und explizit Beispiele für Keks und Dops. Ja, super wichtig, wenn ihr keinen Plan habt. Ganz wichtig ist auch, auch wenn ihr alle 14 Tage eines machen sollt, steht nirgendwo, dass es 4-4 sein müssen am Schluss. Auf der Kinderpsychiatrie habe ich leider Gottes keine einzige Blutabnahme machen können. Ich durfte nicht eine Nasensonde setzen. Ja, nicht einmal ein EKG habe ich gemacht. Also habe ich mir lauter Keks hergenommen. Ja, dann habe ich gesagt, gut, ich habe jetzt da die Anamnese gemacht, hier den psychopathologischen Status, da ein schwieriges Gespräch mit den Eltern. Das ist nun mal ein Fach, wo man nicht so viel handwerklich macht. Dann nehme ich mir halt 4 von den nicht handwerklichen Prüfungsdingern, von den Keks. Ja, also man kann auch 4-0 machen. Oder 2-2, oder
kann man sich drehen und wenden, wie man mag. Ganz wichtig hier, lernend ist durchgeflogen. Erklärt es auch euren Mentoren. Ja? Wenn die euch erzählen, ihr werdet niemals die richtigen Grenzen einstellen können als Student für die Überwachung. Es gibt irgendwo so einen Punkt bei Keks und Dops, die Überwachung vom Monitor. Man soll sich auskennen ein bisschen mit dem Monitoring. Was sie eigentlich von euch wollen, ist, dass ihr wisst, ab wann ihr den Notarzt ruft oder den Oberarzt und ab wann ihr panikt. Ja? Wie meine Mentorin das interpretiert hat, war, du musst für jeden Patienten, bei jeder Krankheit genau wissen, welche Grenze du einstellen musst. Und das kannst du als Student nicht. Also bist du immer lernend. Ja, danke, das Dops habe ich nicht gekriegt. Ja? Was nicht meine Schuld war. In dem Zusammenhang passt auch auf, einige von euch ist sehr beliebt, in England Kinderheilkunde zu machen. Ja? Auf den Inseln. Auf den Inseln dürfen aber Medizinstudenten bei Patienten unter 14 Jahren gar nichts. Ja? Da müsst ihr aufpassen, dass ihr bei solchen Dingen dann nicht einen Stern reißt. Ja? Also rechtzeitig überlegen, wie ihr die ganzen Dops, die ihr nicht bringen könnt, weil das auf der Insel nicht erlaubt ist, wie ihr das anders bringt. Auch was ihr euch jetzt schon überlegen könnt, solltet ihr auf der Insel sein und Kinderheilkunde machen. Auf der Kinderheilkunde dürfen Studierende nicht an Reanimationskursen für Kinder teilnehmen. Es ist aber in dem Wahlpflichtteil Kinderheilkunde, Reanimationskurs für Kinder verpflichtend. Ja, das werdet ihr aber in England nie bekommen. Müsst ihr überlegen, wie ihr das bastelt. Ja. Eine Möglichkeit wäre natürlich, sich für Kommilitonen in Österreich zu erkundigen, wann in Österreich vielleicht dann damit Uni Wien zum Beispiel auf der Kinderheilkunde der Reanimationskurs für Kinder stattfindet. So könnte man sich das zum Beispiel zusammenbasteln, wenn man es perfekt machen möchte. In der Vergangenheit haben wir da immer mit viel Bauchweh Augen zugedrückt, ja, aber eigentlich ist es unfair, weil andere haben es und die haben es halt nicht, weil sie halt am falschen Standort sind. Aber für den Standort können wir ja als MOW nichts. Ja. Genau, bitte. Ja. Du kannst in der internen einmal den BGA und einmal auf der Chirurgie eine BGA machen. Ob es da sinnvoll ist, ist dir überlassen. Es wird nicht geprüft bei der Region Week. Ich würde es halt so machen, dass es mir auch was bringt. Ja, aber du kannst theoretisch in jedem Tertial einen Venflon als DOPS machen. Ist möglich. Ja, ob es gescheit ist, ja, wenn es besonders gern Venflon stichst und glaubst, du machst daneben lang nichts anderes, dann have fun. Ja. Bitte? Ja. Ja, und wenn ihr gerade eine Liquorpunktion macht auf der Neurologie und euer Mentor ist nirgendwo in der Nähe, dann nehmt euch den nächsten Arzt, der einfach neben euch steht und euch gerade zuschaut. Ja? Genauso, wenn ihr eben zum Beispiel, wenn euch noch was fehlt, so ein Keks oder Dops, ja, geht zu eurem Mentor hin und sagt, hey du, eigentlich Volumenstatus prüfen, mache ich das nicht eh jeden Tag? Mache ich das nicht eigentlich bei jedem Status, dass ich mal Ödeme drücke und so? Lasst euch das als Keks anrechnen. Ja, redet mit euren Mentoren. Vielleicht noch einen Tipp, weil da die, wie war der Kommentar von vorne, gerade von oben, ist mir jetzt entfallen. Das war bevor du das gesagt hast mit dem, es wird mir wieder einfallen. Ob sie es wiederholen darf? Nein, das hatten wir schon. Genau, Assistenzarzt. Ja, das ist auch nichts für offen, das ist auch aufgeregt.
diskutiert mit einem Mentor und ihr versucht, sie ihm dauernd hinterher zu rennen, um eure Unterschriften zu kriegen, und der ist einfach nie da und interessiert sich überhaupt nicht. Ja? Und dann gibt es dort aber noch einen anderen, der unterschreibt euch das. Dann schreibt ihn nachträglich vorne als Mentor Nummer 2 drauf. Ja? Und nehmt euch halt einen Mentor, der sich dann auch um euch kümmert. Ja? Selbstbestimmung. Genauso auch bei der Return Week. Ihr müsst einfach immer noch alles erklären können. Ihr müsst euch einfach nur das selbstbewusst hinstellen und sagen, aber so haben wir das gemacht. Ja, und dann wird niemand ein Problem haben. Im schlimmsten Fall zum Primararzt. Genau. Ja. Auch die ÖH ist natürlich immer eine Stütze. Ja. Ich habe auch schon mal angefragt, weil ich das Gefühl hatte, dass eine Ärztin nicht gut umgegangen ist mit den ARD, und, also den Allow Natural Death und Do Not Reanimate, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie, wir bringen unsere Patienten um. Ja, hatte ich auch schon. Dann ruft man halt bei der ÖH an und fragt, kann man da irgendwie wechseln, was kann ich jetzt machen? Ja, redet drüber, schreibt Feedbacks, schaut drauf, dass eure Lehrsituation sich verbessert. Ja, es ist das letzte Mal, dass wir Studenten sind und dorthin gehen können und sagen können, ich weiß gar nichts, zeigt's mir alles. Ja, das war für mich, ist das danach so ein bisschen irgendwie so ein Schock gewesen, so, oh, jetzt wenn die Diplomarbeit fertig ist, dann komme ich in die Klinik, dann muss ich auf einmal, irgendwie wird erwartet, dass ich dann was kann. Ja? Im KPJ könnt ihr das letzte Mal studentische Trotteln sein. Ja? Nutzt das aus. Versucht alles irgendwie zu machen, was ihr machen könnt und zu sehen, was ihr sehen könnt. Ja. Gut, wir haben jetzt schon über die Themenliste gesprochen, wir haben über die Aufgabenstellungen gesprochen, wie die alle auszusehen haben, wir haben darüber gesprochen, wie die Return Week aussieht. Ich möchte euch jetzt noch einmal sagen, alles, was der Prüfer von euch hat, ist dieses Excel, wo ihr eure Fälle selbst benennt. Ja, Beispiel mein Rezept. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr da drauf schreibt, Entlastungsmedikation nach Bandscheibenoperation, oder ob ihr die Arzneimittel genau hinschreibt. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr da jetzt genau reinschreibt, Hinterwandsinfarkt, oder ob ihr irgendwie da nur total salopp und riesig ein Thema wählt. Ja? Wählt eure Themen klug. Füllt diese Liste sowohl in der Mappe als auch dann am Schluss das Excel, das ihr eh erst ganz am Schluss kriegt, am Schluss aus. Ja, das ist ein Tipp, den ich euch jetzt gebe, mit dem die Uni vielleicht nicht immer hundertprozentig einverstanden ist, aber wenn ihr ein Jahr später zu Hause sitzt und eure Mappe anschaut, ja, ein Jahr ist eine lange Zeit, und ihr mehr Entlassungsbriefe und Zuweisungen und Ähnliches habt, als ihr braucht, tauscht herum, nehmt euch die Fälle in den Pflichtteil und in dieses Excel rein, an die ihr euch erinnern könnt, die ihr versteht, wo ihr wisst, was passiert ist. Ja? Befüllt das nicht alles schon ganz am Anfang und kriegt dann ein Jahr später, eine Woche vor der Return Week, die komplette Panik. Ja? Der Prüfer sieht nur eure Excel-Liste. Ihr benennt das Thema. Wenn ihr da dreimal KHK draufschreibt, wird das nicht so hilfreich sein. Wenn ihr da dreimal Diabetes draufschreibt, wird das jetzt auch nicht so hilfreich sein. Ja? Man kann es sich aber auch leicht machen. Ich hatte zum Beispiel ganz viele Schandpatienten bei der Dialyse auf einer Nephro, klar. Und der eine hat halt irgendwie eine Schandthrombose gehabt, der andere hat eine Schandinfektion gehabt. Ich werde da jetzt nicht zweimal irgendwie Schandexplantation draufschreiben, weil dann habe ich ja doppeltes Thema. Ich werde einmal schreiben Infektion und einmal Thrombose. Da macht man auch unterschiedliche Dinge. Die Diagnostik ist die gleiche, aber man macht nachher unterschiedliche Dinge. Ja? Wählt eure Themen klug. So schaut dann eben dieses Excel aus. Herzrasen, Brustschmerz und Schweißausbruch bei Belastung zum Beispiel finde ich schon schön. Ja? Ist relativ nichtssagend, sagt irgendwie viel, irgendwie wenig, aber es ist euer Patient. Ja? Ihr könnt dann sagen, das haben wir mit ihm gemacht, das hat er gehabt. Der Prüfer wird vielleicht auf die Idee kommen zu fragen, was gibt es noch für Gründe für Herzrasen, was gibt es noch für Gründe für Brustschmerz. Ja? Aber theoretisch ist das ein Thema, wo ihr schon mal ganz gut erklären könnt, was mit eurem Patient war. Während zum Beispiel so Kardiomyopathie einfach nur als ein Punkt hinzuschreiben, ist ein großes Thema. Da kann der Prüfer viel fragen. Also Kardiomyopathie einfach nur so reinzuschreiben, ohne irgendwelche Spezifika, finde ich mutig. Ja? Gut, Otitis Media oder so ist natürlich auch ein schöner Titel. Das ist auch einfach. Ja, da eine schauen, wie kommt der Patient? Na, wahrscheinlich wieder Ohrenschmerzen haben. Ja. Schau mal rein, ist das Trommelfell vorgewölbt, ist es gerötet, danach gebe ich mir Antibiotika. Das ist übrigens seine Liste, ich kenne diesen Fall nicht. Trotzdem kann ich was über Otitis Media erzählen. Ja? Also selbst wenn ich jetzt keinen Patienten... Fallvorstellung sein, also an dieser Liste sein könnte, es gibt Punkt 7, ausführliche Fallvorstellung hochgradiger Aortenstenose,
Und es gibt dann unten die State-of-the-Art-Präsentation, die dann sogar für die Vorstellung, glaube ich, gewählt worden ist im Bereich Innere Medizin, da ist ebenfalls wieder die Aortenstenose, genau. Und das wäre natürlich besonders schlecht, wenn man eh schon zweimal mit der Aortenstenose so angibt, ja, wenn man sie dann nicht kann. Ja. Also das wäre quasi ein sogenannter studentischer Eigenleger, da hat man sich selbst in den Kopf geschossen. Ja. Also wenn man zweimal schon so den Prüfer anteasert mit der Aortenstenose, dann ist es eigentlich fast logisch, dass im Modul 2 entweder Anamnesestatus oder zur Diagnose oder zur Therapie der Aortenstenose etwas kommt und das muss man dann wirklich wissen. Ja. So also könnt ihr es aber natürlich machen, wenn ihr absolute Aortenstenosen-Spezies seid. Ja? Also bei mir zum Beispiel Gamma Knife, ich würde das 15 Mal da reinschreiben, weil ich weiß alles. Ja? Aber es liegt halt an meiner Diplomarbeit und weil das ein verdammt kleines Thema ist. Bitte. Such dir eine aus. Wenn der Prüfer dann in die Mappe reinschaut, ja, wird es vielleicht schwierig. Es ist auch relativ unwahrscheinlich, so wie der Professor Scherntner vorher schon gesagt hat, dass ein Patient, der halt internistisch irgendwie Probleme hat, dass der nur eine Diagnose hat. Für diese Liste könnt ihr theoretisch ein oder zwei euch nur rausnehmen. Ja? Ich würde die anderen mir trotzdem mit anschauen. Ja? Unwahrscheinlich im Modul 2. Naja, bei Modul 3 schon. Genau. Heuer gibt es ja, also ihr kommt ja, bei euch kommt es ja nur vor, sozusagen, wenn ihr zum Modul 3 kommt. Im Jahr darauf, wenn wir das doch schaffen, das ein bisschen anders machen, wird es dann wahrscheinlich die Regel werden, weil es ja schon vernünftig ist, dass ihr wirklich zeigen müsst, dass ihr mehr als nur 26 unter Anführungszeichen Schlagwörter könnt. Das ist ja das, was am Zettel drauf ist. Das ist ja nicht, das ist ja nicht die Medizin. Schaut, ihr könnt in Wahrheit euren Prüfern erzählen, was immer ihr wollt. Ja. Ich hatte zum Beispiel zwei Bandscheibenoperationen mit L irgendwas. Ja, und ich habe während der Prüfung diese beiden Patienten in meinem Kopf vermischt. Ja. Ist mir unabsichtlich passiert. Der Prüfer hat es nicht gemerkt, weil er nicht wusste, dass das einmal die Frau mit 54 Jahren war und einmal die Frau mit 56 Jahren. Ja. Und die Kennmuskulatur hat er mich nicht gefragt, das war mein Glück. Ja. Korrekt. Ja, das heißt, ihr seid irgendwo auch dafür verantwortlich, was ihr geprüft werdet. Bitte. Genau. Richtig, ich würde auch eher die Pulmonalembolie reinschreiben und mich über die erkundigen, als nur Onkofälle. Auf der anderen Seite, wenn du lauter Onkofälle hast und dann die eine Pulmonalembolie, wirst du ziemlich sicher die gefragt, wenn dein Prüfer kein Onkologe ist. Ja? Das ist, weil wir nur zwei internistisch-onkologische Prüfer haben. Ja? Es gibt nirgendwo so wie internistische Onkologen wie Marker H, die sind ja quasi ein Krebsgeschwür. In restlichen Österreich gibt es sie sehr selten. Ja? Und wir prüfen, haben aber die Prüfer aus ganz Österreich. Nein, wieso? Ist ja spannend, eine Pulmonalembolie kriegt ja bei einer Tumorerkrankung ein anderes Behandlungsschema, das ist, umso mehr würde ich das sogar bringen, dass es eine PE ist bei einer Mammakarzinom, weil dann würde dich der Prüfer, die Prüferin vielleicht fragen, ja, und was war dann die Therapie? Und dann würde er vielleicht fragen, unterscheidet sich die Therapie zum Beispiel von einem Patienten ohne Karzinom? Und da könntest du dann bringen, dass es eben diese Framing, dass es die Fragmin-Studie gibt und da gibt es die Lexiana-Studie und für alles andere haben wir keine Daten in der Onkologie. Und wenn du das weißt, wird der Prüfer eh schon sagen, na servus, die kennt sie aus. Ja, dann kannst du nämlich auch sagen, es tut mir sehr leid, ich kenne mich mit der Therapie bei Nicht-Karzinom-Patienten der Pulmonalembolie nicht aus. Kannst du dann theoretisch sagen, weil du kennst dich bei deinen Patienten, wie das ist mit Pulmonalembolie bei Karzinom, kennst dich aus. Weil wir ja den Herold jetzt als Basis nehmen, okay. Und im Herold steht die Therapie der Pulmonalembolie eben bei den Nicht-Tumor-Patienten drinnen. Bei uns ging es noch. Ich konnte mich mit meinem Erysipel einmal rausreden aus der kardialen Dekompensation, weil über die hätte ich keinen Plan gehabt. Ja? Bitte. Ja, das sind eure Pflichtthemen, die ihr sowieso drinnen habt in eurer Mappe. Ja, genau die, die im Pflichtteil stehen. Wir haben ja diese Seite 5 gehabt
mit oben, wir brauchen drei Rezepte, zwei Entlassungsbriefe und so weiter und unten dann diesen Wahlteil. Und in das Excel kommen nur oben die Pflichtsachen, nichts, wofür ihr Punkte zusammenrechnen müsst. Deswegen sage ich euch auch, schreibt es ganz am Schluss, weil dann könnt ihr einen Pflichtentlassungsbrief noch ganz schnell durch einen Wahlentlassungsbrief tauschen, weil euch das Thema besser gefällt. Ja, also im Excel sind ausschließlich eure Pflichtsachen und überlegt euch gut, was ihr als Pflicht und was als Wahl nehmt. Zum Zeitpunkt deiner Präsentation. Ja, und für die, die aus irgendwelchen Gründen die Return Week viel später machen als das KPI, es gibt ja so 40 Verzweifelte, die noch immer nicht fertig sind. Ja. Es ist so, wir haben uns darauf geeinigt, maximal 2 Jahre müsst ihr aktuell sein. Ja. Also wenn ihr was wisst, was 2016 ist, ist super, aber wir verlangen von keinem Studenten, dass er zeitaktuell ist. Es wird Abteilungen geben, wo ihr so gut geformt und geprägt wird, dass für euch das normal wird. Aber ich glaube, das kann man an den meisten österreichischen Abteilungen leider nicht voraussetzen. Bitte. Korrekt. Und für Modul 3, genau. Ja. Muss man immer dazu sagen. Und für Modul 3. Das wir nie machen werden. Ja. Wenn ihr da rausgeht, kennt ihr euch super aus und werdet nie ins Modul 3 kommen. Ganz einfach. Wenn schon, dann dürft ihr mich. Nein. Also ganz wichtig zusammenfassend, beim Modul 2 sieht der Prüfer oder die Prüferin genau das hier. Und sonst gar nichts. Und sonst nichts. Und zu den Überschriften oder zu den Stichworten sollte halt im Idealfall immer eine komplette Krankengeschichte oder ein Entlassungsbrief auch vorhanden sein, den man sich dann in den Tagen vor der Return Week nochmal durchlesen kann. Es ist das Blödeste, wenn man irgendwann mal eine schleißige Zuweisung gemacht hat und dann gefragt wird, ja, Patient, Anamnese, Status, Diagnostik, Therapie, wie war das noch einmal? Und man weiß es nicht. Also das kann man ganz leicht vermeiden, indem man gleich, wenn man diese Zuweisung schreibt oder Ausdruck bzw. eine Abschrift macht, Abschrift geht ja auch, indem man sich gleich den Fall oder die Krankengeschichte ausdruckt und einfach dazu schreibt, quasi Zusatzinfo oder auch ein Post-it drauf tut. Mit Bleistift auf die Rückseite genau. Schreiben, was auch immer. Ja? Aber Markus, gehst du mal rauf, weil das ist eh von dir, glaube ich, oder? Auch das ist eigentlich ziemlich super. Merkt euch bitte die Patienten. Zum Beispiel, ja, einfach euch überlegt, ja, also der Prüfer im Modul 2 kriegt also diesen Zettel von euch, ja, und ihr seid ja mit 10 anderen gemeinsam und diese 10 anderen, die mit euch gemeinsam im Raum sind, da muss also jeder eine Frage zur Anamnese und Status bekommen, zur diagnostischen Abklärung und zur Therapie. Und auch ihr bekommt sozusagen einmal Anamnese und Status, einmal diagnostische Abklärung und einmal Therapie. Und die Prüfer versuchen dann aus 10 Studierenden irgendwie ein konsensuales Prüfungsgespräch zu entwickeln. Das heißt, wenn man zum Beispiel das Glück hat, dass man unter seinen 10 Kandidatinnen und Kandidaten, die man bei sich im Raum hat, zum Beispiel 3-mal die Aortenstenose hat, dann würde man den ersten Kollegen fragen, können Sie mir was erzählen zur Anamnese und Status eines Patienten mit Aortenstenose? Oder Sie kommen mit einem Rettungsauto zu einem Patienten nach Hause, der gerade augenscheinlich bewusstlos im Bett ist, die Gattin ist ganz hysterisch, schreit herum, der Burli, der hat es am Herzen, Sie beginnen sozusagen mit dem Team eine Reanimation und dann stellt sich sozusagen die Frage, was kann der Burli haben? Nicht? Und dann rückt irgendwann die alte Yeti-Tante damit heraus, er hat eine Aortenstenose. Und dann könnte man sich als Prüfer natürlich fragen, soll man heute in der Reanimation nicht mehr machen, aber wie könnte man ganz leicht feststellen, sobald der Patient wieder einen Kreislauf hat, ob er eine Aortenstenose hat, ja oder nein? Wer wüsste das? Anamnese-Status? Wer kann auch seinen internen Status? Systolikum wo? Zweiter Interkostalraum rechts, ja. Wo ist es fortgeleitet? In beide Karotiden. Und wie ist das Geräusch? Ja, warum ist es spindelförmig? Könnte der Prüfer dann auch noch fragen. Sollten Medizinstudenten schon wissen. Bitte? Ja, aber nicht ganz richtig. Warum? Wie ist denn das? Wie funktioniert die Aortenstenose? Ihr müsst euch alles durchdenken. Das ist ganz wichtig. Wie funktioniert das mit dem Herzen? Wie pumpt das? Wie geht das?
Der Krug steigt an, die Klappe geht auf, geht aber nicht richtig auf als eine Aortenstenose. Was macht daher der linke Ventrikel? Er kontrahiert stärker, erhöht den Druck, Frank-Starling-Mechanismus. Das Blut muss aus dem Loch raus, aus dem Scheißloch. Ja. Der strengt sich immer an, wird Butterrot, schwillt, deshalb kriegt man Hypertrophie. Ja. Und dann, wenn er merkt, er hat ungefähr 50% der normalen EF geschafft, entspannt sich der Ventrikel wieder und dann nimmt die Geschwindigkeit ab. Und deswegen muss immer spindelförmig sein. Perfekt beantwortet. Wenn das nicht alles kommt auf die Frage Anamnese und Status, Aortenstenose, ist nicht perfekt beantwortet. Also, wenn man es jetzt ganz streng sieht natürlich. Dann könnte man die nächste Frage stellen, wie würden Sie die diagnostische Abklärung, also du hast das beantwortet, du bist der Nächste im Raum, du hast auch Aortenstenose, wie würden Sie die diagnostische Abklärung des Patienten mit Aortenstenose machen? Müssen wir sich überlegen. Markus, kann sich noch erinnern, was muss man alles machen, diagnostische Abklärung, Aortenstenose? TE zum Beispiel. Ja, genau, zum Beispiel. Also Status, TE, wahrscheinlich einen Herzkatheter, ja, um sozusagen die Koronarien noch zu vermessen. Warum wollen wir die Koronarien wissen? Das wäre dann für den dritten Kollegen. Du hast auch Aortenstenose angegeben, du musst dann was zum Therapievorschlag sagen. Ja. Da wäre dann die Frage, naja, weil wenn der Koronarsklerose hat und eine Aortenstenose hat, spricht das eher für die Operneuropa-Operation. Hingegen, wenn die Koronargefäße blank sind, dann geht es nur noch um die Frage, kommt da technisch für eine Klappe in Frage und dann wäre das schon beantwortet. Und so geht es dann halt oft dahin. Ich schaue jetzt alle furchtbar kurz. Ich schaue das total traumatisiert rein. Ja. Wenn das euer Patient war, ja, dann wisst ihr, wie hat sich das angehört. Dann wisst ihr, wo habe ich den hingeschickt. Und dann wisst ihr, was habe ich mit dem gemacht und wie habe ich ihn wieder heimgeschickt. Ja. Ihr seht die Patienten im KPJ. Ja. Merkt sie euch halt auch, dann sind solche Fragen kein Problem. Wie gesagt, die größten Probleme hatten die Kollegen, die einfach nimmer gewusst haben, welcher Patient das war. Ja? Gut. So, wir werden jetzt in 10 Minuten rausgeworfen. Ich habe noch eine allerletzte Folie für euch und dann würde ich das Angebot machen, falls es irgendwem taugt. Die nächsten 10 Minuten hat der Spar noch offen. Wer mir einen Radler bringt, kann sich gerne meine Mappe mit mir auch nochmal anschauen. Ja? Also ich bin noch da die nächste Stunde, wenn ihr Bock habt und wir können die Mappe auch nochmal durchgehen. Ja? Aber wir werden in 10 Minuten aus dem Hörsaal geschmissen. Okay? Aber ich verlange immer irgendeine Bezahlung für sowas, zumindest einen Kaffee. Gut. Zum Schwärzen. Ja? Das Schwärzen ist eine Höllenhacken, es ist eine Katastrophe, du sitzt ewig da, es geht da furchtbar am Nerv. Ja, deswegen die allerbeste Möglichkeit, etwas zu schwärzen, ist elektronisch. Ja, zum Beispiel im PDF, Adobe hat ein eigenes Schwärzungsding. Man kann auch die Highlights, das sogenannte Highlighten und nachher das Schwarz einfärbeln. Man kann auch im Paint einen schwarzen Balken drüberlegen. Ja, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, euch das Ding elektronisch abzuspeichern und vor dem Ausdrucken zu schwärzen, macht das. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, schnell wirklich zu schwärzen. Warum? Tippex funktioniert zwar ganz gut, aber erst nach 2 bis 3 Schichten. Das Zeug muss dazwischen auch noch trocknen. Ja, das heißt, ihr sitzt dann da, eine Seite, warten, pusten, ja, jetzt ist endlich trocken, noch einmal und wieder warten. Ja, oder dann geht zur nächsten Seite und dort und dann wieder warten und wieder zurück. Furchtbar, es ist die Hölle. Ja. Tippex eignet sich allerdings dann sehr gut, wenn man doppelseitige Dinge hat, Entlassungsbriefe zum Beispiel, weil Edding drückt sich durch. Ja? Wenn ihr dann vorn irgendwie 5-mal den Namen und die Sozialversicherungsnummer rausgestrichen habt, dann könnt ihr die Rückseite vom Entlassungsbrief schon gar nicht mehr lesen. Ja? Nächstes Problem, man braucht wieder 4, 5 Schichten. Das muss dazwischen wieder trocknen. Ja? Dann druckt sich das eben hinten alles durch. Das heißt, da muss man wieder ein Blattl dazwischen legen, damit das nicht auf der nächsten Seite auch noch sich durchdruckt. Und nach 5, 6 Mal kann man es gegen das Licht immer noch lesen. Ja? Man kann all meine mit Edding geschwärzten Dinge trotz 6 Schichten in dieser Mappe immer noch lesen und ich kann nichts dagegen tun. Ja? Wir haben jetzt im Alumni-Club heute schon vorgeschlagen, für jeden, der das KPJ beginnt, bitte gibt es ihm ein Flaschel Tippex, weil es ist teuer ja auch. Ja, ich bin da gesessen und habe 3 Tippex, 3 Edding irgendwie ausprobiert. Wenn es irgendwie geht, macht es elektronisch. Ja, ja. Zum Beispiel bei den Entlassungsbriefen, ja, habt ihr ganz unten häufig noch Fallnummer oder Name des Patienten. Ja, wenn ihr keine Lust habt, das jedes Mal zu schwärzen, wo habe ich sie denn, dann schneidet den letzten Zentimeter weg. Ja, da steht nämlich jedes Mal Verkehrsanbindung, wie man dorthin kommt zum AKH und dann noch einmal alle Daten vom Patienten, so winzig. Ja, schneid's weg. Aber irgendwie, dass es nicht mehr leserlich ist. Schwarze
Tabletten sollen angeblich auch ganz gut funktionieren. Ich mag es aber im Internet gesucht, es gibt leider kein schwarzes Tippex. Ja, das ist eine Marktlücke. Wenn irgendwer das erfindet, damit kann man sicher Geld machen. Ja, es gibt kein schwarzes Tippex. Gut, eigentlich war's das. Ich wünsche euch super viel Spaß im KPJ und wenn ihr Fragen habt, ich bin noch da.